YouTube meint live. Live klingt gut. Jo. Dann, ja, mehr oder weniger guten Morgen, je nachdem, wie lange ihr gestern gemacht habt. Hören ist gut, sehen kriegen wir auch noch hin. Ja, das ist fast sehen. Also irgendwie sowas. Gut. Ja, Titel sagt ja schon, was ich da heute mal am Basteln bin. Ja, Doktorspielchen, Theme Hospital und so. Vorwarnung schon mal für alle. Nein, keine Angst, das hier wird kein Let's Play Channel. Davon gibt's, glaube ich, schon mehr als genug. Und außerdem habe ich, denke ich, genügend zu tun. Da muss ich nicht noch rumspielen. Und... Achso, ja, meine Bitrate ist zu niedrig. Ist schon klar. Na, Hintergrund war, ich habe da irgendwie so online Dinge gesehen. Und ich habe früher immer gerne so Simulationsspiele gespielt. Da kam dann halt hier dieses Ding da hoch. Ich denke mal, die meisten haben davon schon was mitbekommen. Dieses Two-Point Hospital. Wo im Prinzip so ein, ja, mehr oder weniger, na, eher weniger ernst gemeintes Krankenhaus da sich zusammenklicken muss. Die Sache ist, es gibt es zwar für Linux, das finde ich schon mal sehr, 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 sehr toll, aber der Preis ist doch noch in einem Bereich, ja, das kann ich für mich selber nicht wirklich so gutheißen. Ich meine, es mag angemessen sein, ich habe es nicht groß mir angeschaut, deswegen kann ich da nicht urteilen, aber wie gesagt, ich spiele extrem selten und dafür dann so viel Geld auszugeben, da bin ich dann doch ein bisschen zu knickig für. Deswegen. Jo, habe ich das dann schön sein gelassen. Aber dieses Two-Point Hospital, das ist nicht das aktuelle, sage ich mal. Oder die erste, aktuell schon, aber nicht die erste Variante von diesem Spiel. Das Spiel kam nämlich schon mal quasi raus. Und zwar, wenn wir die Wikipedia bemühen hier. 1997 gab es ein Spiel, das nennt sich Theme Hospital. Da stecken zum Teil dieselben Menschen dahinter, die das gebaut haben. Und das war damals schon, ein Spiel, was sich nicht sonderlich ernst genommen hat. Wenn wir schauen, hat die damaligen Systemanforderungen 75 MHz, 8 MB RAM oder 16 MB unter Windows XP und eine 1 MB Grafikkarte. Ich glaube, das ist heutzutage machbar. Problem ist, das Spiel kam halt 97 raus. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und, das läuft auf aktuellen Systemen nur mäßig. War auch ja immer nur für Windows, glaube ich, erschienen, oder? Oh, und für Windows und PlayStation und DOS. Aber glücklicherweise gibt es da ein Projekt, das nennt sich Corsix THTH. Die haben das in Open Source nachgebastelt, die Engine. Und damit kriegt man das auch auf aktuellen Windows-Systemen, Linux-Systemen und Mac OS X spielbar. Das sieht gut aus. Das heißt, ich habe eine Chance. Und vor allen Dingen hier dieses Theme Hospital, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein bisschen günstiger zu haben bei dem Release-Datum. Und ich gucke eh nicht so auf Grafik, von daher passt schon. Wie steht's mit der Kamera? Wenn du die EOS meinst, da kam gestern ein Ersatzteil an, ich habe es aber noch nicht eingebaut. Mal gucken. So. Corsix TH findet man da auf der Webseite. Das ist, wie man unschwer erkennen können, hier auf GitHub entsprechend alles dabei. Die haben quasi die Technik, die dahinter steht, die ganze Engine, neu in Open Source implementiert. Das heißt also, ja, das eigentliche Spiel, wie das technisch abläuft, ist jetzt im Nachbau Open Source, was den schönen Vorteil hat, dass es halt wirklich überall laufen sollte. Egal ob Windows, ob Linux, ob Mac OS X, ob
was weiß ich, im Zweifelsfall auch auf dem Handy oder ähnlichem. Und das ist natürlich sehr praktisch. Können auch hier rüber gucken, wenn wir hier schauen, auf der GitHub-Seite, wenn wir auf Downloads klicken, da gibt es DMG und Exe für Mac OS X und Windows entsprechend fertig zum Downloaden. Für Linux gibt es hier jede Menge Pakete. Die meisten Distributionen haben es inzwischen dabei. Mindestens mal hier Arch Linux, was ich benutze, da ist es auf jeden Fall. Kann man einen Stream zusammenbauen? Ich habe die Befürchtung, so lange kann ich nicht streamen. Ja, mal gucken, was wir da bauen. Jo, Quelltext komplett auf GitHub zur Verfügung. Also wer Spaß dran hat, sich das mal anzuschauen, ist halt interessant. Was man im Hinterkopf behalten sollte, es stand auch, glaube ich, hier irgendwo auf der Webseite, das ist nur die Engine. Das heißt, man braucht die Vollversion von diesem Spiel, um entsprechend das spielen zu können, wenn man das haben will. Das heißt, das solltet ihr euch dann vorher irgendwie, entweder ihr habt's noch von damals, wenn ihr alt genug seid, oder ihr könnt's euch kaufen. Hier ist irgendwie GOG genannt. Ich glaube, da müsste es geben. Das sollte machbar sein. Es gibt ähnliche Projekte für andere Spiele. Relativ bekannt beispielsweise ScumVM. Damit kann man hier Monkey Island, Day of the Tentacle, die Indiana Jones Teile und so, diese ganzen Point-and-Click-Adventure da aus Anfang der 90er müsste es, glaube ich, gewesen sein, spielen. Das geht sogar auch, wie gesagt, auf dem Handy und so, das ist ganz cool. Und OpenTTD auch relativ bekannt, das ist Transport Tycoon Deluxe. Damit kann man ebenfalls dieses Spiel dann überall rumspielen. Ist also eine ganz praktische Sache, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich hinter solche alten Spiele dahinter klemmen, die auf einen technisch aktuellen Stand bringen und dann wirklich das auch noch auf andere Plattformen auch verfügbar machen, weil zumindest mal Theme Hospital war definitiv nicht für Linux, die ScumVM-Spiele glaube ich auch nicht wirklich und OpenTTD würde mich wundern. Als die rauskamen, da war Linux noch nicht so wirklich ja, bekannt. Nur gut, dann gehen wir mal über in den schönen Teil für die Leute, die nichts Produktives machen wollen. Ich habe mir das hier schon mal installiert. Wie gesagt, das ist bei Arch Linux im AOR drin. Ansonsten einfach mal umgucken. Die meisten Paketmanager haben's. Und was ich auch gemacht habe, ich habe hier Theme Hospital mir gekauft. Oh. Exe? Exe ist uncool. Ich dachte, das wäre keine Echse, aber gut. Es ist offensichtlich eine Echse. Dann kommen wir wohl doch nicht darum, mal Wine zu bemühen. Oder kann man das irgendwie anzippen oder so? Vorbereitung. Joa. Wie heißt der? XAR? Nee, XARX. Wie heißt denn dieser Zip-Manager hier? Archiv, Verwaltung. Ich gucke mal, ob ich die Exe, die ich da bekommen habe, irgendwie entpackt bekomme. Weil wir brauchen halt die Spieledaten. Das ist das Problem. Bedenkzeit. Nö. Kann er nichts Sinnvolles machen? Na gut, dann benutzen wir Wine. Das ist zwar jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache, aber irgendwie müssen wir halt die Spieledaten selber. Na klasse. Die Spieledaten selber rausbekommen. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Das ist halt der Nachteil, wenn man die Spiele dann legal kauft. Ich gehe mal davon aus, wenn man irgendwie eine CD von damals noch hätte, da wäre es wahrscheinlich sinnvoll drauf. Das hier war jetzt irgend so eine Download-Version, die ich mir mal geholt hatte. AUR. Genau, AUR ist das Arch Linux User Repository. Da können wir in der Zwischenzeit, während der hier runterlädt, mal reingucken. Das ist bei Arch so, dass es. Ja, installier den ganzen Kram einfach. Dass es eine Liste gibt von Projekten oder von Programmen, die eigentlich nicht unterstützt werden, aber es gibt irgendwelche Nutzer, die sich da freiwillig bereit erklärt haben, das zu warten. Und dann gibt es hier so eine schöne Liste.
Da ist quasi eine Bauanleitung drin. Ja. Eine Bauanleitung drin, wie man diese Spiele zusammenbaut. In dem Fall hier zum Beispiel für Corsix TH steht drin: Lade die Datei PKG-Name, PKG-Version, also Corsix TH062 von GitHub runter und dann führe irgendwie CMake aus. So kann man sich dann relativ einfach da Programme installieren und vor allen Dingen das Betriebssystem weiß auch, dass sie installiert sind. Das heißt, sie können bei Updates und so berücksichtigt werden. Im Übrigen läuft auch auf ARM V7H. Das müsste, glaube ich, der Raspberry Pi sein. Also selbst auf dem kann man hier zocken. Ja, die Euler, die hatten wir schon mal. Gibt's Optionen? C, GOG Games, ja, wird schon passen. Nein, ich möchte mit Sicherheit keinen Foxit Reader haben. Danke. So, während er installiert. Was heute gemacht wird. Ja, theoretisch wollte ich mal zeigen, wie man mit Theme Hospital unter Linux zum Laufen bekommt. Aber im Moment kämpfe ich noch damit, die Installationsdateien, die dafür notwendig sind, hier zu entpacken. Es ist auch schön, dass einfach mal der Fortschrittsbalken verschwindet. Warum auch? Ach ja, Windows-Programme sind doch immer ein Quell der Freude. Irgendwie ist es leise im Chat, kann er sein? Noch ein bisschen Hangover von gestern oder was? So. Ist er fertig oder ist er nicht fertig? Verschieben? Geht verschieben? Nö. Es ist ein unsichtbares Fenster. Na toll. Na, dann schauen wir mal einfach weiter. Das müsste er jetzt ja in den. Oh, da ist ein Fehler. Fehler ist gut. Ja, Invalid Opcode, genau. Ist egal, Hauptsache er hat es jetzt entpackt. Das scheint so. Mit den Daten kommen wir dann weiter. Dann schauen wir mal. Wenn ich es mit Wine ausgeführt habe, müsste das unter in meinem Home-Verzeichnis unter Wine Drive C liegen. GOG Games, jo, das könnte sein. Da sind doch unsere Installationsdateien oder unsere Spieledateien. Dieses Windows, das ist eine Ansammlung von Code, die einem sehr viel Arbeit bereitet, wenn man in der Informatik tätig ist. So könnte man das jedenfalls nennen. So, verschieben wir das mal gerade. Nur in Deutschland, ja. Ich glaube nicht, dass andere Länder den Tag der deutschen Einheit feiern. Das ist durchaus möglich. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass viele Leute aus anderen Ländern meine Streams gucken, weil so verbreitet ist Deutsch jetzt auch nicht. Oder macht YouTube hier auch ein Live-Analytics für die Länder, die gerade zuschauen? Nee. Aber ich glaube, das war sehr überschaubar an anderen Ländern, die meine Videos gucken. So. Also, wir haben unsere Spieledateien. Das klingt gut. Irgendwo, wenn ich sie nochmal wiederfinde. Da ist sie doch. So. Und ich hatte jetzt ja gesagt, dass mit Corsix TH könnte man das machen. Also probieren wir das mal. Corsix TH. Haha. So sieht das Ganze aus. OpenGL mit Lua. Praktischerweise hat er meine Maus eingefangen. Aber mit Alt-Tab kommt man zum Glück raus, dann kann man es groß machen. Groß ist immer relativ. Die Schriftgröße dürfte jetzt im Stream wahrscheinlich nicht lesbar sein, aber ich habe hier im Prinzip die Liste mit Ordnern auf meiner Festplatte und muss jetzt hier angeben, wo die Spieledateien sind. Wie gesagt, dieses Programm hier ist nur eine Implementierung von der Engine. Das heißt, das Spiel selber, das müssen wir hier noch irgendwie da dran flanschen. Und da wird's grün. Grün klingt gut. Das heißt, da hat er Spieledaten erkannt. Wählen wir den Ordner mal aus, wo ich das hin extrahiert habe. Okay. Und Trommelwirbel. Hey, das sieht doch gut aus. Es leckt leicht. Es sind viele Pixel. Und es ist Bullfrog und Bullfrog war damals ein Garant für. Ja, für Spiele mit seltsamen Charakteren, wie man unschwer erkennen kann. Was haben wir denn schön? Roadkill Counter on 5. Ah ja.
Das Schöne ist, ich habe selber, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr gespielt, von daher. Also unter den heutigen Standpunkten wäre das, glaube ich, so zum Thema Gleichberechtigung nicht mehr zulässig. Das wiederum ist realistisch, das gibt's auch heute noch, ne? Okay. Ja. Wollte nicht zahlen. Gut. Intro geht schon mal, dann gucken wir, ob der Rest auch noch geht. Machen wir einfach hier. Gibt's Freeplay oder so? Single Scenario. Example Town klingt gut. Aspiring Makers, what can be done? Ja. Free Build, passt schon. Gib mir einfach mal etwas. Hey! Da haben wir die wunderbare Spielgrafik, wie wir unschwer erkennen können. So, also was kriegen wir denn hier in dem Spiel? Wir kriegen irgendwie Wege, die in die Stadt führen, in dem Fall sogar 4 Stück. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wo die Leute herkommen wahrscheinlich. Wir haben einen Hubschrauberlandeplatz für Notfälle und wir haben ein leeres Gebäude. In jedem Fall nur eins, meistens, bei den meisten Maps ist es, glaube ich, so, dass man sich auch später noch Gebäude dran kaufen kann. Da geht das natürlich schöner. Aber, ne, das hier ist jetzt erstmal unser Krankenhaus und das ist ein bisschen leer und das müssen wir uns jetzt hier aufbauen. Ja, typische Anzeige von so einem Spiel aus der Ecke. Wir haben hier unten unser Geld, wir haben eine Jahresanzeige oder Datumsanzeige, dass wir wissen, wo wir dran sind. Es gibt hier unten, das ist das Popularity Meter oder sowas, Reputation, so heißt's. Das heißt, wie gut wir bei der Bevölkerung ankommen. Wenn wir irgendwie alle sterben lassen, dann wirkt sich das wahrscheinlich nicht so positiv aus. Ja, ich mache jetzt tatsächlich ein bisschen Let's Play, weil jetzt läuft ja die Technik. Mehr kann ich nicht machen. Und, ja, jetzt müssen wir da gucken, dass wir irgendwie was zusammenbauen. Guck ich mal. Ich baue jetzt einfach mal so ein kleines Krankenhaus auf, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Das sind Räume. Das klingt gut. Ich meine, Corridor. Ja. Okay. Genau. Es gibt irgendwie 3 Stück, die wirklich wichtig sind. Erst müssen wir Diagnose machen, dann müssen wir sie behandeln und Klinik ist so für Spezialfälle. Und Facilities, das ist so Toiletten und so, könnte auch schon mal helfen. Ich glaube, GP war das, was am wichtigsten war, irgendwie so. Okay. Tür, Fenster. Was ist Proton? Du musst Deutsch mit mir reden. Ist Proton nicht irgendeine Library? Need to employ a doctor. Dann brauchen wir wohl noch Personal. Irgendwie springt meine Maus. Higher stuff. Also die Beschreibungen hier von den Doktoren sind auch immer sehr gut. Hier zum Beispiel, dass er gerne gestresst ist und Fehler macht. Hab den Anfang verpasst. Ich habe Corsix TH gezeigt. Das ist eine Reimplementierung hier dieser Theme Hospital Engine, die dann multiplattformfähig ist. Außerdem mal kurz ScumVM und OpenTTD angeschnitten. So. Ich suche irgendjemanden, der halbwegs weiß, was er tut. Das wäre wohl der hier. Kostet natürlich alles Geld, aber nee. Wir sind ein Krankenhaus, das muss kein Plus machen. Naja, okay. Ist ein amerikanisches Spiel.
Steam Play Wine umbenannt, ja, genau. Bin mal gespannt, was da rauskommt, wenn sie es natürlich dadurch schaffen, dass durch Steam Play mehr Spiele auf Linux am Schluss kommen, dann soll mir das recht sein. Also wer das nicht mitbekommen hat, Steam arbeitet jetzt daran, Linux besser zu unterstützen. Im Sinne von, sie haben sozusagen, na super, kann ja gar nichts bauen. Sie haben quasi Wine geholt und sind ihre Spiele jetzt winefähiger machen. Hintergrund, Steam hat mit ihrer Steambox, heißt die glaube ich, eine Art Spielekonsole auf Linux-Basis. Und entsprechend wollen die da natürlich ja, dafür sorgen, dass möglichst die Spiele damit doch laufen. Könnte sein, dass das für Linux-User am Schluss gut geht. Muss man da mal schauen. Wenn es natürlich dann nativ auf Linux wäre, wäre es schöner, aber lieber ein Spiel, was auf Wine läuft, als ein Spiel, was gar nicht läuft. Ne? Macht jedenfalls so ein bisschen Sinn. So, Radiator, stimmt, da war was. Man musste irgendwie das Krankenhaus beheizen. Sollten wir machen. Also, was ich jetzt gebaut habe hier, das ist einmal hier der, das ist der GP, das ist der, ja, quasi der, der alles macht. Der Hauptarzt. Dann links, das ist General Diagnosis, das ist einfach nur so weiter nachgucken, was können wir tun, um die Leute irgendwie gesund zu machen oder was sie haben. Ansonsten der Tisch hier, das ist die Rezeption. Was die macht, könnt ihr euch sicher denken. Das ist halt, ja, wo die Leute erstmalig in Empfang genommen werden. Und ja, die Bänke sind, dass sie entsprechend irgendwo warten können. So, Feuerlöscher. Feuerlöscher sind immer gut. Und heizen sollten wir auch, sonst wird es den Patienten kalt und dann werden sie nervig. Irgendwie sowas. An sowas kann ich mich noch entsinnen. Proton wurde unter Steam eingeführt, Linux-Benutzer und Dinge. Ist das Proton dann das, was hinter Steam Play sitzt, oder ist Proton dann das, was dieses Streaming ist? Weil mir sagt der Name so ziemlich gar nichts im Moment. Also was eine Alternative ist, unter, wenn man mit Linux spielen möchte, was auch in nächster Zeit mit Sicherheit noch ein Video wird, das ist dieses Steam Gaming Stream Gedönse. Das heißt, man hat irgendwo einen Rechner stehen, der eine gute Grafikkarte und so weiter hat. Der führt die eigentlichen Spiele aus. Läuft dann meistens auch unter Windows, dass dann auch alles funktioniert an Spielen. Und ja, doch, sowas. Und am Ende gibt es dann einen Client, das heißt beispielsweise einen Linux-PC, der dann die eigentliche Darstellung nur noch macht, aber nicht das Spiel ausführt. Und das hat halt den wunderbaren Vorteil, dass das alles deutlich zügiger läuft, weil halt so ein PC in der Ecke meistens eine größere Grafikkarte hat als ein Laptop zum Beispiel. So hat man dann die Möglichkeit, dann auch auf schwächeren Systemen Spiele zu spielen. Steam Link ist, glaube ich, die Streaming-Konsole aber, oder? Ich glaube, die Technik hieß irgendwie anders, wenn ich das richtig im Kopf hatte. So. Ah. Du sollst meinen Chat sichtbar lassen. So. Ta 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 ta. Fork to Wine. Okay, gut, dann wird das das sein, was da hinter diesem Steamplay-Gedönse sitzt. So, was haben wir? Oh, unten links läuft die rote Uhr, die ist gleich voll. Sobald die voll ist, kommen die ersten Patienten rein. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass unser Krankenhaus halbwegs benutzbar wird. Eine Krankenschwester, die hier Drogen ausgibt. Dann wäre noch ein Arzt schön für die General. So, Facilities wäre auch nicht schlecht. Und allgemein wäre alles nicht schlecht. So, was brauchen wir noch? Ich habe das Gefühl, dass hier gibt eh nicht wirklich viel, weil das Gebäude viel zu klein ist, um Sinnvolles
Krankenhaus hier aufzubauen. Aber bisher sieht das so aus, als ob das Spiel ganz gut funktioniert. Welcher Arzt ist das? Welcher Arzt? Die Ärzte sind prinzipiell unterscheidbar. Einmal nicht wegholend anzeigen. So. Einmal, was der Arzt hat, das ist hier die drei. Wir haben hier einmal, wie fröhlich er ist. Wenn er nicht mehr glücklich ist, dann will er kündigen oder eine Gehaltserhöhung. Wie müde er ist. Wenn er müde wird, dann muss er in Staff Room, sodass er ja, sich ausruhen kann. Dann Ability Level ist, wie gut er ist. Das hier ist auch nochmal irgendwie, wie gut er ist. Das ist, wie viel Geld er kriegt. Und hier können wir ein Ende rauswerfen. Und hier gibt es so drei Symbole. Das sind Spezialqualifikationen. Da gibt es der mit dem Messer, der Leute aufschneiden kann. Ich glaube, einen Psychologen und einen Wissenschaftler. Die kann man aber, glaube ich, auch irgendwie fortbilden. Aber so. Ja, zum Basteln bin ich noch nicht wach genug, deswegen. Okay. Heizungsausfall. Das ist mir zu kompliziert. Psychiater sind immer gut. Es sei denn, man braucht einen, oder wie war das? Weil die kosten Geld. Palam, palam, palam. So. Ja, das Basteln kommt wahrscheinlich heute auch noch. Da rendert gerade so ein Video für zwischendrin. Das könnte sein, je nachdem, wenn das fertig wird und noch Bandbreite über ist, dass das heute noch rauskommt. Also so ganz ohne geht's nicht. Kaffee, nee, eigentlich trinke ich gar keinen Kaffee. Ich bin mehr so der Mate-Mensch. Wenn es schon Koffein sein muss oder halt Cola. Kaffee muss mal kochen, das ist mit Arbeit verbunden. Ja, also irgendwie ist jetzt hier mein Platz aus. Ach so, ja, haha. Danke für den Hinweis. Wenn man eine Rezeption hat, sollte man auch jemanden an die Rezeption hinsetzen, ne? Stand da gerade, dass die gerne Stage Diving macht? Ich das richtig gelesen? Ah, verdammt. Ich sehe die Beschreibung nicht mehr. Na gut. Ah doch, ich kann anbauen. Aha. Cool. Ja, es ist so der Running Gag, dass irgendwie alle ITler Kaffee trinken, aber ich sag mal so, ich möchte besser nicht wissen, wie gut die Kaffeemaschinen, die so überall rumstehen, gereinigt werden. Von daher bin ich da etwas vorsichtig, was sowas angeht. Wer weiß, was da alles drin steckt. Ja, so oft wird Gaming mit Sicherheit nicht vorkommen. Wie gesagt, normalerweise hätte ich auch ein bisschen was anderes zu tun, aber momentan fehlt mir so ein bisschen die Motivation hier, weil irgendwie alles kaputt geht. Ich könnte wieder einen Stream machen, wie ich mein Handy repariere. Nein, diesmal nicht das Glas, diesmal hat es den USB-Anschluss, wie es aussieht, erwischt. Also, ich weiß nicht warum, aber das hängt hier schon seit gestern Abend am Ladegerät und ist seit gestern Abend von 3% auf 21% Akkuladespannung hochgegangen. Ich hatte auch schon probiert, das warte mal. Nee, besser jetzt nicht. Ich hatte auch schon probiert, andere Netzgeräte zu benutzen, aber irgendwie alles will nicht. Viel Kalk und ein paar Bakterien. Okay.
Hitze killt alle Bakterien, ja, aber ne, wenn da so Pelz mit rauskommt, das ist auch nicht so schön. Vor allen Dingen, es kommt ja auch immer darauf an, was man für schöne Sachen hat. Also es gibt ja auch diese wunderbaren Kaffeemaschinen, die dann ja mehr oder weniger alles kochen. Vom Kaffee oder über irgendwelche Zitronensuppen bis hin zu was weiß ich was noch alles. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Das hier, was ich baue, ist auf jeden Fall keine gute Idee, aber na gut. Und die Sache ist halt, wie gesagt, wenn es Maschinen sind, die irgendwie von der Abteilung betreut. Oh. Falsches gebaut, okay. Nein, das war nicht so geplant. Wenn es irgendwie Dinge sind, die die Abteilung selber wartet, dann geht das ja noch, aber wenn es über externe Firmen geht. Naja, sagen wir mal, ich traue externen Firmen, die Dinge warten nur mäßig, weil meistens geht das schief. Außerdem, naja, wie gesagt, irgendwie eine Dose aufmachen geht halt schneller. Zitronensuppe noch nie gehört. Das sind diese Alles-in-Eins-Automaten. Die machen wirklich alles. Wo werden verschiedene Schläuche benutzt? In der Kaffeemaschine. Ja klar, die, die halten und die, die direkt kaputt gehen, oder was? Java. Nee, Java darfst du nicht mehr installieren. Da musst du erst ja mal eine entsprechende Lizenz bei Oracle erwerben. Ne? Das gibt jetzt noch eine Menge Spaß mit diesem Java, weil seit Version 11 darf das halt nicht mehr in Firmen eingesetzt werden, außer zu Entwicklungszwecken. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, aber so bei den Leuten, die ich gefragt habe, die Zulieferfirmen, die haben davon leider noch nichts mitbekommen. Mein Chef hat was gegen offene Getränke am Arbeitsplatz. Also, man sollte es jetzt vielleicht nicht direkt am Rechner trinken. Vor allen Dingen nicht, wenn man es da vorhat, das über den Rechner drüber zu kippen, weil dann werde ich ungemütlich. Aber generell, ja. Ja, bei guter Wartung. Soweit ich weiß, JRE und JDK, ja. Also, soweit ich das gesehen habe, steht im Oracle-Lizenzvertrag für die neuen Versionen drin, nur für Schulungen, Demonstrationen, Entwicklungszwecke oder Privatgebrauch. Was halt sehr spaßig ist, wenn irgendwie so die ganzen Tomcat-basierten Server da ankommen. So, gucken wir mal, was der hier macht. Ausziehen, yo, ausziehen, toll. Also ihr seht schon, das ist hier eher comiclastig angelegt. Noch nichts getrunken aus meiner Maschine. Ach so, das ist die Warteschlange für den Raum. Ja, meine Dame, wo keiner weiß, was er hat. Ach, hier muss ein Award benötigen wir. Okay. Kriegen wir hin. Wir haben auch einen Automat, der kocht alles. Ja, das sind, wie gesagt, die tollen Automaten. Wobei die gehen meistens noch. Ja, die großen Automaten kommen meistens auch von großen Herstellern, die dann entsprechend in der Lage sind, auch eine entsprechende Wartung bereitzustellen. Aber
Da. Das macht jetzt nicht wirklich Sinn, ne? In die zwei kriege ich eh nichts mehr gebaut, dann machen wir das Ding halt größer. Also bei Lebensmittelsicherheit, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Männlich nicht mehr Vertrieb für Java-Automaten. Ist Java eine Firma, die Kaffee herstellt? Ich habe keine Ahnung. Also hier in der Ecke gibt es sehr viele Firmen, die irgendwelche Kaffeeautomaten bereitstellen. Also da gibt es eine ganze Liste. Operieren möchte ich hier jetzt nicht. So, der ist jetzt schlecht gelaunt, weil er nach Hause muss, aber passt schon. Ja, OpenJDK ist eine Möglichkeit, da bin ich jetzt auch dran. Da gibt es auch schon ein paar Firmen, die das tatsächlich freigegeben haben, weil sie mitbekommen haben, ja, sonst ist das scheiße. Nur das Problem bei OpenJDK, das gibt es, glaube ich, nicht precompiled für Windows, oder? Das heißt, die ganzen Windows-User werden dann wahrscheinlich schon mal raus, weil die meisten davon nicht in der Lage sind, sich das selber zu kompilieren. Kann das sein, dass hier der Game-Sound ein bisschen laut ist? Drehen wir den mal was runter hier. Wasserspender, der CO2 reinbläst. Ja. Da haben wir zum Glück, ich glaube, bei uns steht so, stehen einfach normale Wasserkisten rum, wo wir uns bedienen können. Weil Wasserspender ist, glaube ich, gab es mal, aber gab es, glaube ich, früher mal, aber das ist, glaube ich, auch wegen Problemen da mit Sauberkeit und so, weil man halt nachweisen muss, auch dass die Wasserspender halt immer sauber und rein sind. Ne? Das ist halt auch eine Menge Aufwand und Kosten. Betten, 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 Betten. So. Gebt doch zu, ihr wollt auch in so eine schöne Massenhaltung für. Ach Gott. Wieso kotzen die mir alles voll? OpenJDK 8 gibt's für Windows? Dann muss ich nochmal gucken. Also meines Wissens gab es OpenJDK nicht precompiled. Wir können ja mal einfach gerade rüber gucken hier. Java ist auch wahrscheinlich. Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz sage. Java ist interessanter als das hier. OpenJDK. OpenJDK Java. Dinge auf OpenJDK anpassen? Also theoretisch, wenn der Programmierer halbwegs weiß, was er macht und sich an die Java Defaults gehalten hat, dann sollte da nichts anzupassen sein. Also wenn man die Software speziell dafür anpassen muss, würde ich mir überlegen, ob die Software etwas ist, was man einsetzen möchte. Wobei gut, meistens hat man die Auswahl halt nicht. Hab heute Morgen installiert, updated und diesmal keinen Bluescreen. Also ich muss sagen, mit Windows 10 hat sich das doch schon stark gebessert. Also ich krieg zwar auch bei Java, bei Java 10, bei Windows 10 sehr reproduzieren Bluescreens hin, aber dann weiß ich auch warum. So, OpenJDK. Oracle's OpenJDK Binaries für Windows. Available on jdk.java.net, aber das ist auch wieder dann die von Oracle, oder? Oder sind das. Sind die dann nicht unter der Oracle-Leiste? Nee, die sind unter der GPL. Ready Open Source Builds. Java Development Kit Version 11. Implementation Java SE. GNU Public License. Commercial Builds. For a wider range of platforms. Gut, das ist aber dann ja die normale.
Das ist interessant, da muss ich mir das nochmal anschauen. Ich hätte gedacht, dass es OpenJDK nur als Quelltext gibt. Aber wenn es die Precompiled gibt, dann würde das natürlich auch ein paar Sachen einfacher machen. Gerade wenn man so Redistribution-Zeug hat. Initialisierung des RAIDs. Ja gut, möchte man das unter Windows haben? Nein. Also Windows ist bei mir wirklich nur noch so die Schnittstelle zwischen vernünftigem System und dem, was der Anbieter dann am Schluss fordert. Also wie man die Arduino-Software unter Linux installiert, hatte ich glaube ich mal ein Video gemacht. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Normalerweise, es kommt halt auf die Distribution, die du hast, an, aber normalerweise klickt man das nur an. Dabei Ubuntu der Firefox total ruckelt. Ja, Browser und Linux ist momentan bei mir auch so ein Thema. Also sowohl Firefox als auch Chrome bzw. Chromium sind nur mäßig bei mir zu benutzen, weil es da irgendwie kracht. Das ist das Problem, weil die Browser immer mehr auf Grafikkartentreiber drauf prügeln und die Treiber sind leider nicht ganz so toll. Da bin ich auch noch am Suchen nach einem anderen Browser, der ein bisschen sinnvoller funktioniert und vor allen Dingen nicht so viel RAM frisst. Ihr seht vielleicht hier oben meine grüne RAM-Anzeige. Momentan sind 87% meines RAMs belegt und ich habe offen, wie viel Tabs? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 Tabs und das Spiel. Und ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber sobald ich irgendwie den Browser aufmache, ist mein RAM quasi dicht. Ich schätze mal, wenn wir hier gucken, wer benötigt denn den RAM? Ja, Firefox. Firefox, das sind jetzt irgendwie 8%, die für das Spiel und für Streaming draufgehen. Der Rest ist alles Browser. Web-Content, Web-Content, Web-Content. Und das ist, ja. Iceweasel ist auch, glaube ich, nur Firefox kompiliert mit einem anderen Logo, weil Debian die Lizenz nicht mochte, oder? Der Treiber läuft nicht. Also Treiber braucht man eigentlich gar keine. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass du ein Berechtigungsproblem hast, wenn du auf den UART zugreifen willst. Das hatte ich schon mal irgendwo gesehen. Dass man da den Nutzer in die richtige Gruppe stecken muss, dass der auch an die Anschlüsse direkt ran darf. Aber da müsstest du dann, wie gesagt, mal sagen, welche Distro. Dann kann man da mit Sicherheit was zu finden. Commercial Builds. 256. Ich lade mal einfach hier Dinge runter und gucke mal, was für eine Lizenz drin ist und wie das aufgebaut ist. Das wäre schön. Photoshop, wer braucht denn sowas? Also ich weiß nicht, ich glaube, bei Photoshop 7 oder sowas müsste das gewesen sein, der letzte, den ich benutzt habe. Und danach habe ich mir GIMP besorgt. Und es ist eine Umgewöhnung, keine Frage. Aber danach habe ich auch nicht wirklich was vermisst. Und spätestens, wenn es dann darum geht, mit RAW-Dateien zu arbeiten. Also Darktable gefällt mir da deutlich besser als das, wie heißt das bei Adobe? Adobe-Gedönse da. Das für die Negativdateien. GIMP-Kacke. Raus. Server Debian, ja. Also Server mache ich auch üblicherweise entweder Arch Linux auch oder Debian. Debian ist halt der Nachteil, dass die Software teilweise etwas älter ist, als das mir gefällt. Ich meine, sicherheitstechnisch ist das kein Problem, weil Debian da immer die Patches nachzieht. Aber es fehlen teilweise neuere Funktionen, die ich dann gerne doch schon hätte. Das hat das schön gemacht. Wie soll ich jetzt hier rauskriegen, wo die Lizenz ist? Oh. Javabase. License. Das klingt gut. Ist da die GPL drin? Wahrscheinlich ja.
Was ist das denn bitte für ein Editor? Ach, das ist VS Code. Okay. Ja, es ist die GPL. Okay. Da müsste ich im Prinzip nur noch deren Installer holen und so verpacken, dass die Binaries korrekt abgelegt werden. Hier müsste ja eigentlich die Java-Exe und so drin sein, oder? Java-Exe, yo, Java-W-Exe, yo. Ich glaube, WS gibt es ja eh nicht mehr, oder? Ich glaube, die Java Web Start ist komplett gekillt. Wie öffnet ihr RAW-Dateien? Also ich benutze RAW-Dateien meistens mit Darktable. Und das hier drauf. Darktable, genau. Da kann man mal reingucken. Das ist halt hier so eine Software. Ja, gut, ich habe jetzt keine RAW-Bilder hier. Prinzip hat man hier, würde man den Ordner öffnen, kriegt die RAW-Dateien angezeigt und hat dann hier jede Menge. Ich darf es leider nicht zeigen, weil ich keine Bilder da habe. Normalerweise hat man dann hier die entsprechenden Filter, wie auch so bei den anderen typischen Programmen, so Belichtung, Grading und solche Späße, kann man alles damit machen. Also das funktioniert ganz gut. Mint und Ubuntu dürfte nicht viel Unterschied sein, das ist fast der gleiche Unterbau. Weil, wie gesagt, ich glaube eher, dass der Fehler in Firefox drinsteckt oder im Browser allgemein als in der Distribution. Weil das sind so Fehler, die sehe ich momentan in den letzten Monaten auch häufiger. Und leider habe ich bisher noch nicht rausgefunden, wo der Fehler hängt. Jo. Sieht gut aus. Dann habe ich was zu basteln nächste Woche. Können wir JDK basteln. Yay. Apropos basteln. Kann ich vielleicht auch noch zeigen. Wir hatten gestern hier Freifunktreff. Da wurde mir auch was gezeigt. Ist der gestartet? Status NetData. Kennt das wer? NetData. Wie kriege ich denn das hier zum Laufen? Mint sammelt fast keine Daten, telefoniert nicht nach Hause. Okay, macht Ubuntu das? Ja, ich glaube, das auch stimmt. Ubuntu hatte an Amazon weitergeschickt, oder wie war das? Nein, du bleibst hier. Blub, blub, blub. Ich muss gerade mal hier ein bisschen umbauen. Hä? Wieso darf ich das Fenster nicht schließen? Ach so, das sind 1000 Fenster. Okay. Müsste so gehen. Nein. So, ja, das sieht besser aus. System. CTL Start. NetData, das ist ein kleines Tool, das kann man sich auf PCs und Servern installieren. Und man bekommt dann am Schluss so auf dem Port 1 und 4 mal die 9 war es, glaube ich. Nein? Nicht 1 und 4 mal die 9? Welcher Port war es denn dann? Das ist jedenfalls ein System zur Überwachung von Servern. In Echtzeit und so. Port 1 und 4 mal die 9. 1 und 4 mal die 9. Wieso geht das nicht? Ich habe den doch gerade gestartet. Achso. Ja. Ich habe kein IPv4 auf meiner Kiste konfiguriert. Dann funktioniert 127.0.0.1 natürlich nur mäßig. Nicht Punkt 11. Ach. Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Jetzt aber. Tada! So, hier, wenn einer sowas sucht, das ist, wie gesagt, dieses NetData. Man sieht jetzt hier live in so einer Web-GUI die ganzen Werte so vom Server. Also CPU-Last natürlich, RAM-Auslastung, nur 22%. Hier oben ist das aber mehr. Das ist interessant.
Netzwerk, Eingang, Ausgang, Festplatte, Input, Output und Swap. Und vor allen Dingen die Liste, die kann extrem lang werden. Also ihr seht, wie weit ich hier scrollen kann. Da ist wirklich alles, was der PC hat, mehr oder weniger in Graphen reingehauen. Das wird vor allen Dingen spaßig, wenn ihr irgendwie Docker, LXC, Libvirt oder sowas benutzt. Da wird wirklich jede VM nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Dateisysteme können einzeln aufgeschlüsselt werden und das ist sehr interessant, wenn man da sich Statistiken rausziehen möchte. Das ist wirklich nur dafür gedacht, Live-Statistiken zu haben. Wo ist denn hier Memory? Da ist RAM. Dann können wir nämlich auch mal gucken, wie der RAM benutzt ist. Ach, das ist cached alles. Müsste cached nicht eigentlich hell angezeigt werden hier oben? Das ist interessant. Ha. Muss man wohl nochmal anschauen. Da hatte ich eben das wohl falsch interpretiert. Weil normalerweise dachte ich, dass er Cache hier oben auch in diesem helleren Grün anzeigt, was man ganz oben noch so ein bisschen erkennen kann. Können wir hier nochmal reinschauen, was der hier sagt. Ja, doch, der sagt auch, dass das alles Buffer Cache wäre. Okay, dann habe ich das eben nur falsch interpretiert. Ja, für Proxmox könnte das wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Liste werden. Also, ich meine, man sieht ja schon, wie lang die Liste ist hier allein auf meinem Laptop, wo jetzt nicht wirklich viel drauf ist. Weil da ist wirklich hier Temperaturen von den einzelnen Kernen und so. Und was ganz praktisch ist, ich weiß nicht, ob das hier drin ist. Doch, Users. Hier kann man wirklich pro User sehen, welcher User gerade die CPU benötigt. Hier sieht man zum Beispiel, dass der User Test, das ist der, mit dem ich gerade streame, hier in blau die CPU benutzt. Hier unten, das ist Root, der die CPU benutzt, weil beispielsweise irgendein Systemdienst da läuft. Keine Ahnung. NetData selber jetzt, dieses Auswerttool, was ich laufen habe, ist hier dargestellt. Da kann man dann auch auf Servern zum Beispiel, wenn man mit Multi-User-Betrieb arbeitet, sehr schön sehen, welcher Dienst denn da gerade das Ganze zusammenbastelt. Kann man sich schöne Dashboards selber zusammenstellen von verschiedenen Servern? Ja, es gibt irgendwie eine Registry. Da muss man ein bisschen aufpassen. Per Default kommuniziert er mit dem Hersteller-Server. Das heißt, der Daemon meldet sich beim Hersteller-Server, schickt ihm eine UID und der Browser schickt eine UID. Und wenn ich jetzt hier einen anderen von diesen Diensten besuchen würde, dann würden die alle hier in der Liste auftauchen. Man kann im Daemon einstellen, dass er nicht den Server vom Hersteller benutzt, sondern irgendeine Netdata-Instanz kann man angeben, dann geht das so und dann kann man da auch zwischen allen sagen, von dem Server die CPU dahin und von dem Server dahin. Das ist, glaube ich, aber hier auch irgendwie in der Wiki alles drin. Wo war es denn? Custom Dashboards. Achso, das Ganze soll auch touch-friendly sein. Einer hat es gestern Abend mal probiert, der war nicht so begeistert von der Touch-Methode, aber da, Custom Dashboards, genau, da ist auf jeden Fall beschrieben, wie man das macht. Das ist halt so, Moment, das war doch Java, oder? Ah, ne, das ist tatsächlich nur HTML. Interessant. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Node.js-Gedönse gewesen. Aber so kann man sich auf jeden Fall selber was. Du kannst die Daten auch an eine andere Netdata, an eine Instanz streamen, sicher. Ich dachte, man kann es nur an den Client streamen. Also das, was ich gesehen hatte, dass man im Client jetzt angeben kann, Data Source irgendwas und dann andere Server. Das hatte ich gesehen. Aber ich habe es auch, wie gesagt, nicht groß benutzt. Genau das hier. Das war das, was ich gesehen hatte. Man kann dann angeben bei seinen Sachen, wo der Data Host ist, also wo er die Daten herholen soll. Linux auf einer Microsoft Surface. Nee, ich noch nicht. Red Hat Open JDK. Das muss ich mir auch mal angucken. Red Hat, komm. Products Open JDK
Overview. Wenn Sie das jetzt noch als Installer haben, der die Pfade richtig setzt, dann bin ich glücklich. Aber bei Red Hat habe ich die dumpfe Befürchtung, dass sie das nicht für Windows rausgeben, oder? Das ist nicht OpenJDK. OpenJDK. OpenJDK in Containers. OpenJDK versus Oracle JDK. Binary Downloads. Wap. Hallo Red Hat, wir müssen mal über die Bedienfreundlichkeit eurer Webseite reden. Ich möchte doch einfach nur wissen, was ihr mit OpenJDK macht. Im Zweifelsfall muss es die Suchmaschine regeln. Da haben wir es doch. Developers.redhat.com. Ah, daher. Sehe ich da nur Ubuntu mit Mate? Nein, bei mir sicher nicht. Mate ja, aber Ubuntu nein. Java Webstart? Wow. Okay, jetzt ich bin dabei. Wenn die Webstart implementieren, dann ist auch das letzte Problem, was ich noch habe, mit OpenJDK gelöst. Das ist schön. Download. Was habt ihr denn im Angebot? Und es gibt eine Windows-Version. Es gibt. Wow. Und es gibt eine MSI-Datei. Hui. Das klingt sehr interessant. Vielen Dank für den Tipp. Zwiebelkuchen Umluft 180 Grad, bis er durch ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da auch nur ans Rezept gehalten. Mailserver mit dynamischer IP geht selten gut. Also theoretisch ist normal kein Problem, einen Mailserver mit dynamischer IP zu betreiben. Aber für ausgehend sollte man dann schon irgendeinen Smart Host benutzen. Also entweder einen eigenen Mail-Server auf einem Server mit fester IP oder dass man über einen Provider oder so das Ganze nochmal tunnelt. 586 ZIP x64. Achso, das ist einmal JDK 8 und einmal JDK 10. Okay. Muss ich mir mal was für bauen? Dann probiere ich mal, was der da macht. Gibt es da auch irgendwie einfach einen FTP-Server, dass ich nicht über hier die Webseite rüber muss? Ich fürchte, nein. Wäre ja sonst zu einfach. Ach ja. JBoss Community. Okay. Ist JBoss jetzt auch Red Hat? Man sollte im Allgemeinen über Webseiten reden, die so unübersichtlich, vor allem einen großen Download-Button angegeben, was ganz anderes, ja. Genau. Aber das ist halt immer die Sache, dass solche Webseiten und wie sie aufgebaut sind, auch Geschmackssache sind. Also, ich kenne Leute, die kommen mit Webseiten nicht klar, die ich wiederum ganz logisch finde und. So hat wahrscheinlich jeder seinen eigenen Geschmack.
Ich meine, hier geht's ja. Hier ist halt Download und er lädt die ZIP-Datei runter. Das ist zwar nicht das, was ich möchte, aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die OpenJDK runterladen wollen, durchaus wissen, was die anderen Dateiformate bedeuten. Was ich nutze, ist ein Arch Linux mit Mate momentan hier. Ich muss zwar noch gucken, da gibt's ja diesen i3 oder wie der heißt, den wollte ich mir die ganze Zeit mal angucken, aber ist wieder mit Aufwand verbunden. So. Haben die jetzt wirklich ein Hello World Beispiel für Java hier drin? Okay, nein. Hello World ist die Installationsanleitung für OpenJDK. Was? Speaking of Webseiten, die nicht das zeigen, was man erwartet. Aber gut. Kann man machen, solange die ZIP-Datei oder MSI am Schluss da ist, ist das okay. Meine Internetversorgung. Ich lebe so oder so in der Steinzeit. Ich müsste jetzt mal langsam gucken, ob dieser Hersteller die anderen endlich ihre Leitungen auch online geschaltet haben, diese verlegt haben. Ich hatte aber noch keine Werbung im Briefkasten, also gehe ich eher von Nein aus. Aber ich habe dann halt die Auswahl zwischen Vectoring, Vectoring oder Vectoring, so nach dem Motto. Nee, halt. Zwischen Vectoring und Doxis. The Tab. Was ist das? Hat i3 selber gemacht. Muss mir das was sagen? Wieso hat er hier schon wieder Google drin? Nee, das ist nicht das The Tab. Steinzeit ist immer relativ, also. Ich sag mal so, ich habe schon mit schlechteren Dingen gesurft, also. Wenn ich Steinzeit haben will, setze ich mich in den deutschen Zug, oder wie war das? /50er Leitung. Ja, nur dann ist halt die Sache, 400/50 ist für diverse andere Städte durchaus als Steinzeit zu bezeichnen. Ach so, Dot-Files. Das ist also einfach nur eine Config dann, oder? Irgendwie sowas. Ja, okay. Also in der Eifel gibt es LTE. Manchmal, wenn man auf einem hohen Berg ist und einen Datenelch dabei hat. Es kommt halt immer drauf an. Wobei in der Eifel wird ja jetzt auch teilweise schon Vectoring ausgebaut. Ho, ho, ho. Was sehr spaßig ist, also jemand, der da wohnt, der hatte erzählt, dass da der Ort gerade mit Vectoring ausgerüstet wird, auf Basis von irgend so einem Auftragsgedönse. Und die bauen irgendwie einen Verteiler in die Mitte vom Ort. Und auf die Nachfrage, ja, was ist, wenn irgendwie das Haus da hinten am Arsch der Welt dann kein Vectoring hat, weil ihr müsst ja den ganzen Ort versorgen, ja, dann legen wir noch eine Glasfaser. Ja, toll. 450/20, das ist schon wieder sowas, wo ich wahrscheinlich nicht mit klarkäme, weil 20 Megabit Upload ist arschdünn. Also Hauptproblem bei mir ist eher der Upload als der Download. Weil, naja, was muss ich groß runterladen? Die meisten Sachen, die kann man irgendwie mit so 25 bis 50 Mbit vernünftig streamen. Das geht schon, aber, ne? Gibt es Router, wo man zwei Verbindungen bündeln kann? Theorie, Praxis. Theoretisch kannst du beispielsweise mit PFSense war es, glaube ich, mehrere Internetleitungen als Uplink setzen. Andere Router wird es bestimmt auch geben, die das können. Nur die Sache ist, du kannst üblicherweise nur verbindungsorientiert da hin und her machen. Das heißt also,
Wenn du einen Download startest mit nur einem Datenstrom, kannst du das auch nur über eine Leitung schieben. Wenn du mit mehreren arbeiten möchtest, dann müsstest du Load Balancing über mehrere Leitungen machen, was bei einem TCP-Stream nur klappt, wenn du nochmal an der Gegenseite einen Konzentrator hast. Das kann man sich zwar auch irgendwie mit so VPNs bauen, aber es macht keinen Spaß. Warum nutzt du kein Telegram? Weil Telegram sich weigert, mir eine Registrierung zuzulassen. Die erlauben nur Mobilfunknummern. Ich habe nur eine Festnetznummer. Von daher. 100-40 ist wahrscheinlich auch das, was hier am Schluss rausfallen wird. Ich könnte zwar auch eine 300er oder 600 Mbit-Leitung haben, aber die hat halt keinen Upload. Nur ich warte jetzt noch. Hier ist noch die, ja, die Komi-Leute, die den Wald abholzen. Die haben auch noch Glasfaser gelegt, von denen habe ich noch keine Geschwindigkeiten, was die dann darüber anbieten. Sie bieten 110 Mbit. Leider haben sie vergessen zu sagen, in welche Richtung. Mbit hätte ich meinen Root-Server schon längst abgestellt. Also wenn dein Root-Server nur 100 Mbit hat, dünn. Bei pfSense ist aber wie gesagt leitungsbasiert. Ne? Load Balancing, genau. Bei Load Balancing kannst du halt eine TCP-Verbindung immer nur auf einem Anschluss. Oder eine Verbindung allgemein. Als Service. Ja, Service ist halt das, was ich eben gesagt habe, dass man dann eine Gegenstelle braucht, die die mehreren Datenströme wieder zusammenfügt. Das ist auch was, was ich immer mal im Blick hatte, aber so die üblichen Sachen, die man machen kann mit, sagen wir mal, so den standardisierten Mitteln, das wäre so Multipath TCP oder sowas, die sind aber eher dafür ausgelegt, mehrere Leitungen gleicher Bandbreite zu versorgen. Und ich habe mehrere unterschiedlicher Bandbreite, deswegen war das alles so. Ja. Meinst du, ja, Gigabit ist eigentlich so bei Rechenzentren inzwischen Standard, dass man 1 oder 10 Gigabit hat. Zumindest so für das Übliche. Man muss aber ja auch sagen, dass nicht nur die Geschwindigkeit das Problem ist. Also man kann einen 100-Mbit-Anschluss in einem Rechenzentrum nicht vergleichen mit einem 100-Mbit-Anschluss der Telekom. Da gibt es dann so qualitativ doch noch ein paar kleinere Unterschiede, die dafür sorgen, dass das Rechenzentrum deutlich eine bessere Idee ist für einen Server. Das ist im Übrigen auch noch was, was ich bauen muss. Eine Infrastruktur für virtuelle Serververnetzung im Internet. Das ist noch alles auf der To-Do-Liste. Aber momentan, für die, die mir auf Twitter nicht folgen, ich habe es jetzt geschafft, eine Grafikkarte durchzureichen in eine VM. Das heißt, die Grafikkarte, die ich in meinem Server eingebaut habe, die kann ich jetzt von der VM aus benutzen. Was sehr praktisch ist, dann theoretisch zumindest, weil mehr Grafikleistung. Praktisch läuft es noch nicht ganz so rund, aber immerhin es läuft. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Was haben wir sonst noch? Gut, Kamera, wie gesagt, Ersatzteil kam gestern. Das werde ich dann nur nachher noch anschauen und dann wahrscheinlich fluchen, weil es immer noch nicht geht. Ja, der Rauchmelder müsste mal weiter. Das Postterminal müsste mal weiter und hier stehen noch ein paar Pakete, die noch gemacht werden müssten mit so Industriezeugs. Wer verdient was? Ihr wollt ja noch was verdienen? Wer ist ihr? Backbone ungleich RZ Cornet ungleich Access. Also ich weiß, dass die Sachen, wo meine Server stehen, der Provider mir mit Sicherheit keine BGP-Session gibt. Von daher sind meine Möglichkeiten eingeschränkt. Kein Rackspace im Rechenzentrum mit 10G. Ja, verfügbar schon, nur der Preis ist halt die Frage.
Ja, also Theme Hospital sind wir schon durch, aber hier Corsix TH läuft und ich gehe mal davon aus, dass mein Hotel, mein Ding da inzwischen eingegangen ist oder war ich auf Pause? Nee, ich war auf Pause. Also immer noch alle krank. Toll. Das. Wo habe ich hier nicht eigentlich den Chat irgendwo? Das wäre vielleicht ganz hilfreich, ne? Wenn wir eh nichts mehr auf dem Bildschirm zeigen. Da war eben noch eine Frage, wieso ich. Nee, das hatte man schon, ne? Ja, das hatte man schon. Blub. Wir basteln uns einen Chat. Dachte ich. Jeder, der Angst vor Elektrosmog hat, würde das Haus meiden. Es gibt tatsächlich ein Schild, was als Gag hier aufgestellt ist. Achtung, hochfrequente oder hochenergetische elektromagnetische Wellen oder sowas. So im Warndesign. Aber ich sage mal so, die meisten Leute, die sich beschweren, haben keine Ahnung, wovon sie reden. Also ja, Elektrosmog kann ein Problem sein, das möchte ich nicht ausschließen. Aber das kommt halt bei mir nur mäßig gut an, wenn sich Leute darüber beschweren und danach ihr Handy ans Ohr pappen. Also, dann lernen wir noch mal etwas über quadratische Abnahme von Energie und so. Wieso zum Geier bin ich hier nirgendwo eingeloggt? Das doch mischt. Wow. Ich habe gerade Google aufgemacht und habe jetzt keine personalisierten Suchergebnisse. Und langsam weiß ich, wo die ganzen Fake News herkommen. Irgendwer hat 130.000 Euro für eine Unterhose geboten. In Berlin demonstriert alles und L'Oreal hat Chemtrails in ihren Produkten. Okay. Ich lasse das mal so stehen. Mann, 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 Mann. Ich dachte, das wäre Google und nicht RTL. Eieiei. Von Aliens, er wird abgehört. Ja, abgehört wird er aber nicht von Aliens. Wobei doch, Aliens heißt ja nur Ausländer, oder? Die Amerikaner sind das ja quasi. Halt du nicht. Ruhe. Yeah. Speaking of Browser, die laggen. Ja, ich suche den Chat. So. Ja. So, wo waren wir denn hier dran? Hol mal Kamera und Ersatzteil. Nee, dann müsste ich auch Werkzeug holen. Ich habe keine Ahnung, wo das Zeug ist im Moment. Die Kamera liegt in irgendeiner Kiste. So, will den Stream nochmal von Anfang an gucken? Kannst du ja tun. Du kannst, glaube ich, zurückscrollen, oder? Was wäre das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Im Moment ist eigentlich nur noch hier sinnloses Rumgequatsche. Ja, nur weil jemand Frauenkleider anhat, muss er nicht verkehrt sein. Also, da gibt es auch Leute, die cool drauf sind. Okay, ein YouTuber hat seine Unterhose auf eBay verkauft, die dann runtergenommen wurde, weil sie schon getragen hatte. Okay, gut. Also wenn mir mal irgendwann das Geld ausgeht, weiß ich dann, was ich zu tun habe. Dann einer, der Microsoft verklagen wollte, weil ein Update nicht funktioniert. Ja, das ist theoretisch sogar möglich. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn Microsoft da mal für manche Sachen eins auf den Deckel bekommen würde. Teardown. Hatte man nicht einen Teardown?
Also ich habe die Kamera auseinandergebaut. Ich glaube, das zählt, oder? Zurückgehen, habe bisher gar nicht probiert. Also, zurückspulen, ja. Jo, hat noch jemand Themen? Mach mal dein Handy wieder heile. Nee, nee. Das muss nicht sein, jetzt das Handy zu zerlegen. Das gibt wieder nur. Vielleicht lädt er jetzt. Ja, ich hab's eben nochmal irgendwie geflutet mit Kontaktspray. Und wo ist er jetzt? Ha, 37%. Also der Akku geht hoch. Das ist schon ganz hilfreich. Die vernetzte Rauchmelderserie. Ja, ich müsste mal weitermachen. Das ist korrekt. Also ich hatte jetzt die Software für die vernetzten Rauchmelder soweit durch. Da habe ich den Fehler auch jetzt gefunden, warum der da die paar Milliampere verschlungen hatte. Allerdings waren ein paar Fehler im Layout drin, was mich wundert, weil das hatte ich halt großteils einfach nur kopiert. Die waren also wohl schon immer drin und mir sind sie nie aufgefallen. Ja. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich werde ich das jetzt dann doch statt mit den Optokopplern einfach mit Transistoren bauen. Das habe ich mir irgendwie schon mal. Habe ich das hier auf dem Rechner? Ich habe es, glaube ich, auf einem anderen Account. Ich habe es mir schon mal als Platine zusammengeklickt. Ich möchte jetzt aber vor dem Bestellen und so dann doch das irgendwie mal auf dem Breadboard aufbauen und gucken, ob das sinnvoll ist, was ich da mache. Ja, also es geht irgendwann noch weiter. Teledildonics. Nee, lass mal. Fehlt mir, glaube ich, das nötige Zubehör zu. Also wenn jemand gerne sowas einschicken möchte zum Zerlegen. Nee, lassen wir besser. Was für ein Handy wirst du als nächstes kaufen? Ja, gute Frage. Irgendwie sind alle Handys, die momentan mir so über den Bildschirm flattern, meh. Also was ich jetzt die ganze Zeit so auf dem Schirm hatte, das waren die, ach, wie heißt die chinesische Firma? Mi Dings da. Xiaomi. Die sind klasse. Zumindest von der, die haben eine gute Ausstattung, die haben einen super Preis, die haben eine super Software Support, also Open Source Software, die es dafür gibt. Nur die haben kein NFC und NFC wäre für mich schon wichtig, weil ich darüber Teile von der Haussteuerung mache und YubiKey und so weiter. Was ich jetzt noch gefunden habe, das ist ja irgend sowas. Ich guck mal so nebenbei, ob ich den finde. Der sah sehr interessant aus. Problem ist nur, der hat so eine gute Hardware-Ausstattung, die für mich okay wäre, aber ich habe noch nicht wirklich was in Richtung Lineage-OS-Gedönse da gesehen und das ist für mich eigentlich Grundvoraussetzung, dass ich ein vernünftiges Betriebssystem dafür kriege. Wie heißt denn das Telefon? Das andere, was ich da hatte. Das ist das Yumi Digi One Pro, was ich da gesehen hatte. Weil das hat halt irgendwie auch irgendwie einen 8-Kern-Prozessor und ja gut, RAM ist ein bisschen knapp mit 4 GB, aber nee, für mich reicht das. Kostet halt eben nur 190. Das Mix 2S. Das ist ein Mi Mix 2S, das sagt man nix. Das klingt teuer. Gucken wir mal. Also das sind so die Handys, die ich jetzt so auf dem Schirm habe, aber nee, mal gucken. Was natürlich auch möglich wäre, wäre so ein Xiaomi Mi Gedönse zu holen und mal mit einem anderen Betriebssystem außer Dings auszustatten, außer Android. Ein paar Leute hier aus der Ecke, die sind gerade mit diesem CIOS. Simios, das mit den Fischen oder so. Das ist definitiv nicht das Handy, was ich gerade angeklickt habe. Ah, da. Okay. Ich hätte gerne einfach nur ein Datenblatt, aber das, ja.
Gibt's hier nicht. Okay, Amazon wird bestimmt ein Datenblatt haben. Das ist eine sehr aussagekräftiges Datenblatt. Mich würde erst mal, wie überhaupt erstmal interessieren, was für eine CPU verbaut ist. Das. Aber schon mal kein AC WLAN. Nee. ZDNet. Nee. Ja, das sind sehr aussagekräftige Sachen alle. Gab es früher nicht mal irgendwie so IT-Magazine, die wirklich über Dinge berichtet haben? Aber gut, heute sind ja alle nur gekauft, also ich bin ja auch gekauft, das kriege ich jedenfalls immer gesagt. Man sollte vielleicht nicht verwechseln zwischen bekommt Geld und wurde gekauft, aber okay. 2,8 Gigahertz Clock Speed auf einer Handy-CPU. Qi Standard Wireless Charging. Ja, okay, ich glaube, meine CPU gibt gerade auf bei deren Seite. Snapdragon 845, 6 GB 128. Ja. Eine AI-Kamera. Okay. Multifunction NFC. Ist NFC nicht ein Standard? Keramik klingt so, als ob das gut brechen kann. Das ist gut für mich. Kann ich wieder häufig mein Display reparieren? Wäre eine Idee. Ich halte mir mal im Hinterkopf. Müsste ich mir erstmal die genauen Daten angucken. Aber so beim Drüberfliegen sieht es so aus, ob das kann, was ich möchte. Frage bei mir ist halt, wie gesagt, immer, inwieweit es da vernünftige Software für gibt. Weil ich bevorzuge es halt, aktuelle zu haben. Razer, Handy, keine Ahnung. Ich bin kein Handymensch. Das Handy muss funktionieren und regelmäßig Updates bekommen. Dann bin ich glücklich. Was ist denn ein Shift hin? Ach so, die, ja. Diese Dingensen. Was war der Fehler für den hohen Stromverbrauch? Da war, glaube ich, irgendwie bei einem Optokoppler die LED dauerhaft an. Und die hat da entsprechend Strom gezogen. Das kommt dann ungefähr hin. Teledildonics, ja, das ist der offizielle Fachbegriff, genau. Da gibt es auch Forscher zu, die sich damit beschäftigen. Beispielsweise, warum man die Kamera, die vorne an diesem Massagestab dran ist, ins Internet streamen muss. Ne? Gibt es Zweifunk-Firmware für den V13? Ich glaube schon. Also, wenn ich richtig gesehen habe, gibt es eine Firmware dafür. Ich weiß zwar nicht, wie stabil die läuft, aber. Theoretisch müsste das gehen. Es kommt halt, musst du mal bei deiner Community gucken. Aber ich glaube, im Gluon-Repository war das drin. Schlüssel am Display entlang ziehen oder an der Kante hängen bleiben. Da brauche ich keinen Schlüssel für. Das geht auch so. Ja, Unternehmen, die mir Geld geben wollen, gibt es viele. Also nur meistens gucke ich gar nicht weiter nach. Also. Naja, welches Unternehmen Interesse hat zu kaufen? Naja, es ist ein YouTube-Kanal, wo Leute zugucken. Das interessiert manche Marketingmenschen. Nur ich bevorzuge es dann doch, Dinge zu zeigen, wo ich denke, dass sie irgendwie interessant sind. Weil spätestens dann, wenn wieder mal so ein Hersteller kommt, möchtest du nicht unsere Hochzeitskleider in deinem Video präsentieren. Nein, ich werde nicht in einem Hochzeitskleid moderieren. Auch wenn das sicher einige Leute interessant finden. Nein, auch nicht am 1. April. Ja, das meine ich ernst. Genau, Laptop kommt halt drauf an, was man mitmacht. Shift Handy. Ich gucke ja schon, ich gucke ja schon.
Shift Handy. Shift vor uns. Nachhaltige Technologie. Wer mit Nachhaltigkeit Werbung macht, der hat meistens irgendwas zu verbergen, oder wie war das? Pre-Order startet bei. Boah. Ja, also über 500 € für ein Handy ist schon. Ja. Wobei gut, 10 Kerne. Argument. Ja, 4 RAM. Ja. Android 8, korrigiert mich, aber Android 9 ist aktuell. USB-C geht ja mal gar nicht. So, jetzt sind alle wieder sauer. Gucken wir mal weiter. IO Broker habe ich noch nie benutzt. Ich nutze halt Mosquito und Dingensens hier. Home Assistant. Was genau ist eigentlich Freifunk? Freifunk ist der Versuch, ein freies Netz aufzubauen. Das ist für dich als Endnutzer quasi erstmal ein kostenloser Hotspot. Was aber für die meisten Leute, die da mitmachen, interessant ist, ist eher, dass sich diese WLAN-Router untereinander verbinden und so ein eigenes Netz aufbauen. Das ist zum Beispiel ganz lustig, wenn dann irgendwie bei einmal der Internetanschluss ausfällt und macht nichts. Der Router ist ja verbunden zum Nachbarn. Wenn der einen anderen Provider hat, läuft es weiter. Und keinen Freifunk-Router finden kann nicht sein. Guckst du mal unter freifunk-karte.de. Gerade Ruhrgebiet ist eigentlich relativ gut mit dabei. Ich dachte, es wäre freifunk-karte.de. Doch, da kommt's. Und dann guckst du einfach mal da rein, wenn das lädt. Kann es sein, dass Bandbreite aus ist? Sie haben Ihre Hochgeschwindigkeitsnutzung für diesen Monat überschritten. Moment, wir haben erst den dritten. Ach ja, nee, halt, wir haben schon den dritten. So, genau. Und wenn du hier reingehst, dann siehst du da auch. Also hier sind eine Menge Router. Das ist jetzt, wo sind wir hier? Wir sind in Köln. Gut, Köln Stadt ist irgendwie nicht so viel. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, weil da gibt es eigentlich, glaube ich, eine Freifunkgruppe. Aber wenn du guckst, die sind ganz gut verteilt. Und sehr interessant wird es dann halt wirklich, wenn sehr viel auf einem Fleck sind, sodass sie sich untereinander verbinden können. Wenn wir hier zum Beispiel mal bei uns gucken, bei uns gibt es einen Ort Oberwesel zum Beispiel. Das ist, da steckt, glaube ich, die Geschäftsvereinigung, Händlervereinigung, irgendwie sowas dahinter. Die haben das gefördert, entsprechend viele haben die da stehen. Und die verbinden sich dann schön alle untereinander. Und nee, der verbindet sich nicht. Das war ja klar, dass ich einen erwische, der separat steht. Es ist halt WLAN. Das heißt also, die Längen sind überschaubar. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich dachte, das wäre Oberwesel. Da! Genau, hier kann man es schön sehen. Die sind halt alle untereinander verbunden. Das heißt, wenn einer davon Internet hat, dann oder einen Dienst hat, dann gibt er das an die anderen auch weiter. Und das ist halt das, was hinter Freifunk steht, dieses Weitergeben von Daten. Und selbst wenn jetzt hier in diesem kompletten Bereich irgendwie der komplette Internet ausfallen würde, könnten immer noch Leute, wenn sie passende Software haben, die hier sind, mit Leuten, die hier hinten sind, kommunizieren. Und ja, wie gesagt, es ist WLAN, das heißt also, man kann auch, wenn man die entsprechende Hardware hat, ein paar Meter erreichen. Ich glaube, der längste Link, den wir jetzt haben, das ist irgendwie so hier 2 Kilometer. Das ist also schon mal sowas, was mit regulärer Hardware machbar ist, wenn man natürlich Spezialhardware besorgt. Dann, das ist nicht der Herr Esel, der Bürgermeister von Oberwesel. Also mit vernünftiger Hardware, Spezialhardware kann man auch locker irgendwie 5, 6, 7 Kilometer wahrscheinlich überbrücken. Aber bei uns in der Ecke ist halt nicht so lange. Da müssten wir mal so. Ich glaube, Berlin hat große. Im Ruhrgebiet müsste es auch ein paar geben. Einfach mal rund gucken. Mit Diadem? Nein, kein Diadem. Lass mal. Wie viele Programmiersprachen kannst du eigentlich?
Können, glaube ich, keine. Also, ich bin kein Programmierer. Das komischste Angebot, was ich bekommen habe, Hochzeitskleid, das war kein Witz. Gut, ich sag mal so, Garantie hat bei mir eh noch nie was geholfen. Von daher, ich habe noch keinen, der irgendwie sowas in die Richtung macht, eine Garantie drauf geben, wenn ich dran war. Meistens fangen die Hersteller ohnehin so oder so an zu diskutieren. Den Stress muss ich mir meistens auch nicht geben, weil das Ersatzteil üblicherweise günstiger ist als das Hin- und Zurückschicken. Moskito nicht klar, das mit dem Passwort geht irgendwie, der ESP will sich nicht damit verbinden. Also ich habe Moskito hier ja mit TLS und Passwörtern und so in Betrieb und das geht. URL der Gruppe hier im Umkreis löst zu einer komischen Seite auf. Das ist interessant. Das müsstest du dann mal schauen, ob es eventuell die Gruppe nicht mehr so ganz gibt. Also ich weiß jetzt auch zum Beispiel bei uns hier, da ist, also wir sind jetzt hier dieser große Bereich von Rheinland-Pfalz, mehr oder weniger. Also teilweise hier sind dann die Nachbarcommunities Trier, Mainz, hier oben ist KBU, Köln, Bonn. Und hier ist normalerweise Freifunk Westerwald. Und das Problem ist auch, dass bei Freifunk Westerwald ein paar Leute rausgefallen sind, die da viel gemacht haben. Und deswegen bröckelt bei denen gerade auch so ich glaube, die Webseite ist auch offline inzwischen, aber die Infrastruktur läuft noch irgendwie. Das ist dann halt das, wo man dann einfach mal so, wenn es noch eine Mailingliste gibt, da einfach mal drauf postet und das einfach nochmal neu starten sollte. Also auch hier bei uns zum Beispiel, als wir damals angefangen hatten, gab es auch einen Freifunk Cochem, glaube ich, hier in der Ecke, wo es aber gar nichts mehr von gab. Also es gab irgendwo Hinweise, dass da mal was war, aber es gab keine Webseite mehr, kein gar nichts. Und ja, wir haben dann quasi wieder das neu aufleben lassen in der Gegend hier. A webpage is slowing down your browser. Ja, would you like to do? Ganz einfach, die Karte mal nicht in JavaScript im Browser neu implementieren, aber ich habe die Befürchtung, das habe ich nicht. Ah. Zollfrei bei Banggood. Bei Banggood musst du genauso Zoll zahlen wie bei allen anderen auch. Ab 22 Euro Einfuhrumsatzsteuer und ab 150 Euro Zoll. Und wenn du es nicht zahlst, ist das Steuerhinterziehung. Das sollte man nicht tun. Ich glaube, das hatten wir irgendwann mal, aber wie gesagt, ich bin so in dem Mobilmarkt nicht wirklich drin. Ich hole eher das, was gerade abfällt und nicht suche mir nicht speziell was. Ja. Also gesehen hatte ich sie schon mal, diese Handys, aber nicht groß mit beschäftigt, weil was habe ich davon, ein Krypto-Handy zu haben? Die Fehler sind meistens an anderer Stelle. Okay, langsam gibt, glaube ich, die CPU hier echt auf. Wie bekommt man so einen Freifunk-Router? Man kauft sich einen passenden Router, der das kann und macht die Freifunk-Firmware drauf. Am besten, wie gesagt, guckst du mal bei Freifunk.net oder so, was die nächste Community ist und was die empfehlen. Das ist am besten. Mit einem ESP8266. Ich dachte, der ist jetzt out und alle machen nur noch was mit dem ESP32. Also im Moment habe ich mit dem 8266 noch ein paar Sachen auf jeden Fall in der Warteschlange, wenn ich sie schneide. Thermodruckköpfe, ich habe selber noch hier. Das ist auch noch in der Warteschlange. Net.freifunkbochum.de, ja. Mich hätte es auch ehrlich gesagt gewundert, wenn da ni gar nichts ist. Also muss ja nicht überall eine Community geben, aber gerade in größeren Städten steht meistens mindestens mal ein Router rum. Können wir mal schauen. Hat nicht Bochum sogar Hackerspace oder so gehabt? Ich meine, da gab's was. Und wo ein Hackerspace ist, ist meistens Freifunk nicht weit. Ja, doch. Ich glaube, die haben so ein paar Router. Aber interessanterweise wenig
Verbinden. Oh. Ich hoffe, der ist gut ausgestattet. Ah, TP-Link CE210, das geht. Wobei 100 User für den auch schon sportlich ist, würde ich schätzen. Na gut. Da. Was würde passieren? Sich treffen. Ja, das ist im Moment noch so ein bisschen ein Problem. Im Prinzip passiert nichts, weil die Router miteinander nichts anfangen können. Momentan gibt es noch keine sinnvollen Möglichkeiten, da ohne speziell was zur Verbindung zu basteln, eine Verbindung dann herzustellen. Also die Standard-Router, die können sich gegenseitig nicht miteinander verbinden. Ein für Umsatzsteuer auf als Gift deklariertes. Also wie gesagt, wenn es über 22 oder 150 Euro ist, musst du es theoretisch beim Zoll nachmelden. Das sind die nicht gewohnt. Wenn man das tut, dann gehen bei denen erstmal die Fragezeichen an. Hä, wie, der möchte freiwillig Zoll zahlen? Und das dauert was länger, aber ja. Theoretisch muss man es, wenn man weiß, dass es aus dem Ausland kommt. German Priority Versand, dann kein Zoll und keine Umsatz zahlt dann Bengo. Achso. Ja, es gibt teilweise so Versicherungen bei den China-Versendern, dass die sagen, wenn du Zoll bezahlst, dann zahlen wir dir das zurück. Uff. Was ist bei der Freifunkhalle? Komischen gepunkteten Kreise, meinst du die diese hier? Der blaue heißt, da steht ein Router und die lilanen sind alles Endgeräte, also zum Beispiel Handys oder Laptops, die da drauf gerade angemeldet sind. Hier sind gerade zum Beispiel 41 Clients per WLAN verbunden bei dem hier. Deswegen hat er so viele Ringe außenrum. Ansonsten gibt es noch die roten, das sind welche, die gerade offline sind. Die Striche sind, wo Router untereinander verbunden sind, je nach Qualität. Hier zum Beispiel zwischen denen ist die Qualität eher mäßig. Das heißt, die Verbindung würde wahrscheinlich eher nicht benutzt, wenn nicht unbedingt notwendig. Das ist so das, was hier angezeigt wird. Aber es gibt von der Karte verschiedene Varianten. Das ist immer auch ein bisschen abhängig davon, was der hier macht. Ich mache mal gerade hier einfach alles Dinge zu. In der Hoffnung, dass die CPU-Last mal was runtergeht. Ah. Ja, jetzt ist die CPU-Last unten. Hatte ich nicht gerade irgendwie die Haller-Seite aufgerufen? Interessant. Ich darf keine Webs. Ist Freifunk Halle Freifunk Bochum? Nee. Okay, die Webseite geht nicht auf. Ach, das geht nur per HTTPS. Okay. Wow. Was zum Geier. Okay, an diesem Aufbau melde ich mal einen gewissen Zweifel an. Was? Nein. Nein. Also. Generell ja, Möglichkeiten gibt es, so lange Strecken zu machen, aber nicht so stark mit so einem Spread. Und die alle bei 100%. Also das glaube ich nicht. Wobei die auch alle recht neu sind. Ich würde schätzen, dass die momentan gerade im Aufbau sind und die Router irgendwo alle nebeneinander stehen und nur auf der Karte schon an den Endknoten angetragen sind. Oder? Ja, Uptime 2 Tage. Also ich schätze nicht, dass das Verbindungen sind, die es wirklich gibt. Das wäre. Also gerade mit einem, was ist das hier, einem 1043er, das ist ein normaler Router, mit dem eine Verbindung von 50 Kilometer zu schaffen? Nee. Also das ist definitiv nicht der Wahrheit entsprechend, was hier gerade angezeigt wird.
Aber sieht gut aus. Also ist die Position der Router, die legt man selber fest per Hand. Das ist nicht die Position vom Router, die der übermittelt, weil die Router haben ja keinen GPS oder sowas. Deswegen kann das durchaus sein, dass ein Router wo angezeigt wird, aber in Wahrheit gar nicht da steht und entsprechend sind dann auch die Längen falsch. Mit LEDs. Mal gucken, also da so ein Kollege, der baut sich da gerade was, der möchte Beleuchtung, vielleicht, dass dazu was kommt. Hier ist in der ganzen Stadt kein Freifunkrouter, dann fang an! Hier war auch keiner, als ich den ersten hingestellt habe. Und wie viel haben wir jetzt? Was stand da eben? Eben, ach, nicht Bochum, Mann. Die machen mir meine Web links weg. Maps, dann holen wir Maps, passt auch. Das ist der Sonderlink für die Leute, die zu viel auf Google Maps gesurft haben bei uns. Ja, 700, 987 Knoten oder 924 gerade online. Seit ja, wir hier begonnen haben vor, wie viel ist es jetzt? 2, 3 Jahre oder so. Und es kommen halt auch immer noch neue dazu. Also die Grünen jetzt zum Beispiel, das sind welche, die neu eingerichtet wurden. Man sieht aber auch immer schön, wo dann wirklich Leute dahinter stehen. Also gerade Oberwesel zum Beispiel. Hier Gerolstein ist, glaube ich, von der Gemeinde oder so das auch betreut worden. Hier oben der ganze Bereich um Ahrweiler, das ist auch die Gemeindekreis, irgendwie sowas dahinter. Und dann natürlich da, wo Leute wohnen, die sich dafür interessieren, wie hier zum Beispiel. Oder wo ist Ferneburg hin? Ferneburg, 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 irgendwo hier. Da merkt man dann irgendwie schon, wenn es plötzlich mehr Router als Einwohner gibt, so nach dem Motto, dann ist offensichtlich jemand da, der Interesse daran hat und das voranbringt. Aber es ist natürlich auch schön, ne? Dass man dann Leute hat, die wirklich das unterstützen. Eine Firma hat den Ort kommerziell angebunden, ja. Gibt es natürlich auch, aber das ist natürlich auch immer eine Sache, dass die dann meistens nicht wirklich das machen, was man haben möchte. Also es gibt zum Beispiel auch in der Stadt nebenan, die haben auch so ein städtisches WLAN von einer Firma aufgebaut. Nur wenn du da reingehst, dann gibt es zwei Varianten. Also es gibt zwei WLANs da. Das eine, das macht eine Captive Portal Seite. Also sowas wie hier ist die AGB, müssen sie lesen und bestätigen. Das ist sehr nervig. Das mache ich vielleicht, wenn ich weiß, dass ich jetzt irgendwie was Größeres machen muss. Nur, okay, das mag gehen bei einem Handy oder so, aber sobald man irgendwie mit einer Smartwatch oder so kommt, ist das WLAN ohnehin unbenutzbar. Und dann gibt es tatsächlich noch ein zweites WLAN. Das kann man nur nutzen, wenn man die App der Stadt installiert. Nein. Das ist quasi wie nicht vorhanden für mich. Weil, was bringt's mir? Ich möchte mich mit einem WLAN verbinden können, Punkt. Und dann nicht noch irgendwie erst noch 20 Verträge unterschreiben oder sowas, was wie gesagt bei manchen Geräten gar nicht möglich ist. Weil, ne, also Handy, okay, Tablet, okay, Laptop, ja. Aber möchtet ihr eine 20-seitige AGB auf einer Smartwatch durchlesen? Wie bindet ihr euren Chromecast ein? Oder irgendeinen ESP8266? Kann man vergessen. Mit Satzspiegel, ja. WLAN über Satzspiegel reflektieren könnte dann irgendwann ein Problem werden, so mit EIRP und so, also rechtlich. Ne? Bei Freifunk habe ich keine Störerhaftung. Störerhaftung gibt es eigentlich ohnehin nicht mehr. Was du hast, kommt ganz auf die Community an. Die meisten haben zentrale Server, das heißt, wenn was kommt, läuft das erstmal da auf und die schicken dann den üblichen Wicht zurück. So, jo, schön, dass ihr eine IP gefunden habt, aber gebt erstmal die Beweise und dann kommt meistens nichts mehr zurück. Brauchbares OC, ja, gut, ich
weiß nicht, was du benötigst. Also, ne, und wie viel du ausgeben möchtest. Also, ja, kommt immer darauf an, was du mit machen, messen möchtest. So. Deswegen. Freifunkrouter hat im letzten Update nicht mehr auf der Karte. Dann würde ich schätzen, dass bei dem Update was fehlgeschlagen ist. Im Zweifelsfall mal bei der Community nachfragen, ob da was bekannt ist. Es sei denn, du bist im Bereich KBU, Köln-Bonn-Umgebung. Da gibt es, glaube ich, gerade zwei Netze und nur eins davon wird auf der Karte angezeigt. Das könnte auch was sein, wenn du sowas gemacht hast. In dem Ecke. Kloppenburg, wo liegt denn das? Ich hatte mal Erdkunde, aber Kloppenburg kommt da, glaube ich, nicht vor. Da muss ich mich jetzt outen. Kloppenburg, Niedersachsen. Okay, und da gab es ein Erdbeben. Hey, toll. Stimmt, ich wollte nachgucken, ob es gestern hier ein Erdbeben gab. Okay. Also wie gesagt, Freifunkkarte ist eine ganz gute Anlaufstelle. Allerdings muss man auch sagen, dass dann nicht immer alle Router drauf sind. Weil das ist halt so eine Zusammenfassung und das müsste hier irgendwo sein, ne? Kloppenburg. Ne, das sieht sehr dünn aus. Da ist noch nichts, wie es aussieht. Und das hier dann was. Vechta, die gehören zu Freifunk Nordwest. Das müsste eigentlich ja auch alles hier in der Ecke sein, oder? Freifunk Nordwest. Müssten wir mal schauen, ob die da irgendwie. Das wäre wohl die nächste Community dann. Freifunk Festival? Es gibt ein Freifunk Festival? Okay. Das ist sogar diese Woche. Nett. Was ist denn ein Freifunk Festival? Mix aus Vorträgen, Bogenschießen auf der Wiese und DJ-Set mit Weißwurstfrühstück. Okay. Ja, also wer aufs Freifunkfestival möchte, hier gibt es wohl gratis Tickets. Wo ist denn die Karte? Live-Stats. Klingt nach Karte. Vielleicht haben die da mehr drauf. Das lohnt immer mal reinzugucken bei den einzelnen Communities. Ja. Hier sind nämlich welche. Also da scheint tatsächlich dann doch was zu sein, was nicht auf der Karte angezeigt wird. Oder war doch Kloppenburg? Habe ich jetzt richtig im Kopf? Ja. Also gibt's doch was. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Was zum Geier ist das denn bitte schön gewesen? Ist das ein Flughafen? Wahrscheinlich. Ich hoffe, das ist ein Flughafen, weil sonst sieht das sehr seltsam aus. Doch gut aufgebaut. 3000 Knoten hier in der Ecke. Wobei die auch einen ziemlich großen Bereich abdecken. So einmal halb Deutschland. Das ist in der Region. Dortmund hat nur 900, 500. Dortmund gute LTE-Abdeckung. Also muss man gucken. Das kommt ja auch immer darauf an, was das für eine Region ist. Dortmund klingt auch so flächenmäßig ein bisschen kleiner als unsere ganze Ecke. Hier von irgendwie, was weiß ich, ein Drittel Rheinland-Pfalz oder was das ist. Von daher, die 900 Router sind ja über eine wesentlich größere Fläche verteilt. Kann man mit dem ESP Freifunk verstärken? Nein, eher nicht. Der hat dafür nicht genug Leistung. Aber man kann sie halt schön reinhängen ins Freifunknetz, um Messwerte dann Richtung Internet zu posaunen. Freifunkrouter abgesoffen und muss getrocknet werden.
Ich hoffe, das ist nicht der, der auf The Worst of Freifunk bei Twitter zu sehen war, der komplett weggerostet war. Okay, Fester, ich hab's nicht gelesen und trotzdem gezeigt. Ja. Ich hab doch angekündigt, also eine Stunde davor. Ich hab auf Twitter das gepostet, wüsste ich jetzt nicht. Freifunk gibt's überall. Und wenn nicht, baut man's halt hin. Ja, also Webseiten und Freifunk-Communities ist immer so eine Sache. Also ich glaube, unsere ist auch nicht wirklich aktuell. Was halt meistens daran liegt, dass, also wenn ich so bei uns in die Freifunk-Community gucke, da gibt's dann so drei Gruppen. Die, die es toll finden und halt ein bisschen mitmachen. Die, die es toll finden und sich für Netzwerke interessieren und entsprechend das Netzwerk da zusammenbauen. Und die, die es toll finden und das Ganze irgendwie so sonst noch fördern wollen. Nur die meisten davon haben kein Interesse daran, irgendwie eine Webseite zu pflegen, weil es halt nicht ihr Zeug ist. Flugpark Alhorn bei Kloppenburg. Also ja, ein Flughafen. Okay. Ja, was mich halt wundert, ist, dass es wirklich so ein Riesenkasten da war. Weil ich glaube, die anderen Flughäfen, die sehen irgendwie anders aus. Da ist keine Ankündigung auf Twitter. Ja. Ich habe auch eigentlich keine auf Twitter gepostet, deswegen hat mich das jetzt gerade gewundert. Ich hatte es irgendwie eine Stunde vorher bei YouTube eingestellt und theoretisch sollte YouTube das dann machen, aber naja, YouTube und Benachrichtigungen ist halt immer eine tolle Sache. Kann ich mir nicht einfach so einen Spiegel aufs Dach montieren? Ja, wie gesagt, für einen Spiegel brauchst du üblicherweise auch eine Genehmigung, weil du dann die Sendeleistung ja auch entsprechend senken musst, sodass du unter den legalen Limits bleibst. Es sei denn, ich glaube, Amateurfunker dürfen, glaube ich, auch im WLAN-Band stärker senden, wenn ich richtig im Kopf habe. Aber das müssten dann die ganzen... Da müssten dann mal die ganzen Amateurfunker sich zu auskotzen. Da muss ich passen. Kloppenburg, schöne Gegend fürs CCC-Camp. Ja, da wäre ich auch dafür. Muss ich nicht so weit fahren. RAM-Update beim R841. Ja, theoretisch ist das möglich, aber möchte man das? Die wöchentlichen Videos werden nicht mehr angekündigt. Hast du denn die Glocke an? Fragen wir mal so rum. Ich glaube, da gibt es auf YouTube inzwischen eine Glocke. Gucken wir uns das mal an. Dann sollte ich auch mal kurz wegblenden, weil ich habe keine Ahnung, welche Kanäle ich abonniert habe. Nicht, dass da böse Kanäle dabei sind. YouTube. So, lasst mal gerade gucken, dass da keine Dinge, die irgendwie Kabel raushängen haben und von seltsamen Menschen als Bombenbauanleitung. Okay, ich bin bei YouTube gar nicht eingeloggt. Gut. Dann kann ich es, glaube ich, eh nicht zeigen. Aber ich glaube, neben dem Abonnieren-Button ist irgendwie ein Knopf mit so einer Glocke und da kann man die Benachrichtigungen ein- und ausstellen. Ich meine aber Twitter. Twitter kommen sie meistens später an. Das liegt aber an anderen Sachen. Das liegt meistens daran, dass ich irgendwie Samstagnachts die Videos hochlade und dann meistens irgendwie einpenne, während ich den Blogbeitrag dann fertig mache oder so. Irgendwie verpenne, habe ich es bei den letzten Malen vergessen. Einmal war es, glaube ich, die falsche Uhrzeit drin, weil er die Zeitzone nicht sauber gezogen hat. Keine Ahnung warum. Und einmal habe ich vergessen, ich habe es fertig geschrieben, aber vergessen auf Planen zu drücken. Ja, gut, kommt vor.
Log ist aktiviert. Die Arbeitslösung von den Blocks nebenan vor der Tür. Boah, mein Gott. Irgendwo hängen sie so oder so. Also hier hatten wir das Problem, glaube ich, einmal, dass ich es mitbekommen habe, dass sich dann Anwohner beschwert haben, was dann dazu geführt hat, dass wir einfach das nochmal an einer anderen Stelle, wo die eh die ganze Zeit abgehangen haben, hingestrahlt haben. Da ging es jetzt zwar nicht um Arbeitslose, sondern mehr um Jugendliche. Jugendliche, müsst ihr wissen, das sind ganz ekelhafte Kreaturen, die möchte man nicht haben. Zumindest ist das wohl die Idee einiger Anwohner. Also hier ist halt Land, wo ich bin, da sind Jugendliche nicht gerne gesehen. Und Jugendliche ist halt alles unter 50. Also wir hatten jetzt letzte Woche, Beispiel, was letzte Woche, irgendwann jetzt vor ein paar Tagen hatten wir eine Feier gemacht. Wir feiern einmal im Jahr, um 9 Uhr war die Polizei da, weil die Nachbarn meinten, das wäre Ruhestörung. Also, und das war musiktechnisch überschaubar, sagen wir mal so. Also, wenn ich Musik anmache, wäre das lauter gewesen. Infos zum CCC-Camp 2019 raus. Ich glaube, offiziell ist da noch nichts raus, aber wenn ich richtig da was gemunkelt gehört habe, ist es wieder am selben Ort wie vorher. Arduino und Breadboard. Ja, wäre mal eine Idee, aber das wäre dann die Frage, warum? Weil meistens sind die Arduinos ohne Breadboard günstiger als die mit Breadboards. Am besten an die lokale Community wenden. Also wenn es eine Community gibt, auf jeden Fall mit denen reden. Die haben meistens dann auch Erfahrungen, wie die Infrastruktur dahinter ist, die die benutzen, was da am besten passt. Hey, ich sag doch, Jugendliche sind alle unter 50. Zähle ich auch noch dazu. Was die Polizei sagte, die wussten, glaube ich, selber nicht so wirklich, warum sie da sind. Gut, sie kamen ein bisschen verstört geguckt, weil wir sind halt alles Leute, die jetzt ja anders feiern als manche andere Menschen. Also wir hatten halt so Leute dabei, die sich vorher mit Kunstblut eingerieben haben, weil sie dachten, sie wären Wikinger. Das hat dann wahrscheinlich die Polizisten leicht verwirrt, aber na gut. Sie waren halt freundlich, haben gesagt, okay, theoretisch können sie nichts sagen, aber ob man nicht ein bisschen leiser runterdrehen können, dass die Nachbarn Ruhe geben und ob wir denen irgendwie eine Telefonnummer geben können, wenn es nochmal einen Anruf gäbe, dann müssten sie nicht extra vorbeifahren, sondern würden sich einfach nur melden und dann, ja. Deswegen, es war halbwegs okay. Wir haben dann einfach die Musikanlage reingestellt und drin weitergemacht. Seitdem nichts mehr gehört. Grafana, die Datum- und Zeitangaben der X-Achse. Keine Ahnung. Feiert ihr bekifft? Ich will es bei manchen nicht ausschließen, aber ich habe es jetzt zumindest mal nicht gesehen und ich habe mit sowas eigentlich auch nichts am Hut. Der Alkohol reicht. Also wir hatten irgendwie irgendwie so ein Fass oder sowas an Met. Wobei ich dann doch eher beim Bier geblieben bin. Ja, die 841er sind allgemein ein Problem, weil die vom RAM her sehr dünn sind. Das wird jetzt in größeren Netzen dann ein Problem. Geocaching, ganz grob. Also ich hatte es irgendwie mal so grob mir angeschaut, aber ja, ist nicht unbedingt mein Fall. Ich mache lieber Dinge, wo am Schluss was rauskommt, was einen Sinn macht. Deswegen habe ich dann damals, nachdem ich dann einmal Geocaching mir angeguckt habe, mir einen Receiver geschnappt und GPX-Traps aufgezeichnet und hier die OpenStreetMap angefangen mit aufzubauen. Ja, Windows 10 Update wäre mir neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Muss ich gleich mal gucken. Hier ist noch ein Windows 10. Was sagt mein Windows 10? UpDate. Nach UpDate suchen. Sie sind auf dem aktuellen Stand. 14:03. Fass Met? Achso, Met. Ja. Studium. Hallo, du sprichst mit dem Hauptschüler, keine Ahnung.
Ja, also ich habe mit Studium, oh doch, tatsächlich, neue Windows-Updates. Ich hatte selber kein Studium gemacht, also. Update 18.09, ja. Die ist auch gerade hier am Laden. Ist jetzt super beim Stream. Xiaomi-Router, keine. Oh, was? 128 Megabyte RAM von Xiaomi? Xiaomi-Router 128 Megabyte RAM. Now we are talking. Xiaomi-Router. Lass mal schauen, was sie denn haben. Welcher ist denn das? Der hier? Jan Dier? Der ist sogar preislich okay. 128 Megabyte Flash, kein RAM. Ne? Kleiner Unterschied. Flash ist kein RAM. Aber wenn der so viel Flash hat, hat er wahrscheinlich auch ordentlich RAM. Die Frage ist, wie heißt das Ding jetzt richtig und was läuft da dahinter? Ja, nie dir. Suchen wir danach mal. OpenWRT. Basiert auf OpenWRT, das ist schon mal schön. Wenn wir jetzt noch einen Eintrag in der OpenWRT-Wiki finden würden dazu, dann wüsste ich auch, was für ein Prozessor dahinter ist. Da ist er doch. Das ist ein MediaTek RAM 128 Megabyte Dual Band. Das sieht sehr vielversprechend aus und ich meine, die MediaTeks müssten in der Lage sein, sowas zu tun. Müsste man sich mal anschauen. Wir können ja mal gucken, ob das eventuell schon angefangen wurde. GitHub. Ich hoffe, der Windows 10 startet jetzt nicht einfach neu, dann sehe ich keinen Chat mehr. Zweikern-CPU. G klingt nach Handynetz. Handynetz ist nein. USB-GPS-Maus. Ja, USB ist halt wahrscheinlich das Problem. Ansonsten könnte man die schön an den Arduino anklemmen. Das ist ja auch noch offen. Ja, also klar, Serverbereich, wenn man Serverbereich, wenn man in der Praxis arbeiten möchte, da ist auf jeden Fall es sehr hilfreich, sich auch damit auseinanderzusetzen, weil am Ende in der Praxis zählt, was man mit aktuellem Zeugs machen kann und nicht, was man irgendwann mal gelernt hat. Ne? C841V10, ja, wie gesagt, das Problem bei denen ist halt der RAM. Also ich habe zum Beispiel auch viele 841er noch im Einsatz, aber die stürzen inzwischen doch sehr häufig ab, weil denen einfach die Tabellen volllaufen. Und das, ich habe noch nichts Sinnvolles gefunden, das zu umgehen. Mal gucken. Der Netgear Switch 108, das war der mit der kaputten Buchse, oder? Ich glaube, der versorgt gerade hier den Stream. Der müsste da dazwischen hängen, also ja. R3 ist der alte. Okay. Also hier ist er als 3 gelistet. MI3. Also ich würde sagen, das ist der gleiche. 3, 3C, 3G sind fast alle gleich. Also ich gehe auch eigentlich davon aus, normalerweise, wenn sich ein Hersteller mit einem Chipsatz da verheiratet hat, dann ändern die das nicht so häufig, weil das doch eine Menge Aufwand ist. Dann wird vielleicht die neue Version davon geholt, aber
So, Media. Ich dachte, Mediatek gäbe es. Wie heißt der Chipsatz? MT irgendwas. Ah, RAMIPS. Das sind die. Das ist der 7620. 7620. Also der Chipsatz selber wird supported. Das sollte also eine überschaubare Arbeit sein, den da reinzubekommen, theoretisch. Wenn der wirklich so günstig ist und in guten Stückzahlen lieferbar ist, wäre das auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Was war der? Der war doch eben. Also wenn das der ist, 22 Euro? Das ist ja sogar noch unter der Zollfreigrenze hier. Aber 300 Mbit ist kein Dualband-Router. Definitiv nicht. Der hier schon eher, 40 Euro. Mal gucken. Wi-Fi 3G. Cache Renewer. Wikidev, meinst du? Bla bla bla. Da steht aber nicht viel mehr. Das ist ja, das ist halt der Nachfolger, der 621. Der war aber, glaube ich, ja auch drin. D-Link, ZBT, Ubiquiti. Hä? Okay. Geräte ohne WLAN, die eine Freifunkfirmware haben. Ja, gut. Gibt bestimmt auch dafür Anwendungsbereiche. Also müsst man mal schauen. Also der Grundchip wird auf jeden Fall supported. Mehr RAM einlöten, ja, das macht halt nur mäßig Sinn. Ja, die 40 Euro ist halt das, was interessant ist, weil 40 Euro zahlt man ja quasi auch schon für irgendwie einen 1043 oder so. Und dann noch Dualband, also wenn man da. Das Problem bei denen ist meistens, das 5 GHz ins Laufen zu kriegen, weil das ist. Das tut weh in den Chipsätzen. Aber wenn das ginge, dann wäre das auf jeden Fall ein sehr guter Kandidat, weil. Xiaomi ist jetzt so von dem, was ich gehört habe, qualitativ doch nicht ganz so schlecht. Und ja. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, weil günstiger Router, Dualband. Contabo sagt mir mal gar nichts. Und vServer. Ich sag mal so, wieso sollten die sich für irgendwas qualifizieren, was nicht auch die Großen liefern könnten, um es mal so rum zu sagen. Können wir mal kurz reingucken, aber. Naja. Ist halt überschaubar. Wobei sie haben relativ viel Speicherplatz für einen vServer. Das ist schon ganz gut. Ansonsten, da gibt es bestimmt irgendwo einen Haken. Unlimited Traffic. Wo ist der Haken? Also wenn ich Unlimited Traffic kriege, dann hat derjenige, der das Ding betreibt, aber keinen Spaß. Windows Server 2012. Windows Server 2016. Die Lizenz hätte ich gerne mal gesehen. Also für 3 Euro im Monat, 4 Euro im Monat eine Windows-Lizenz finanzieren ist sportlich. Hat DDoS-Schutz, das ist schon schlecht. Je nach Provider. Also ein Provider hat mal erklärt, dass UDP-Pakete immer nur von Hackern kommen. Eine weitere Diskussion hat das mal, haben wir uns mal erspart. Hey, das kann IPv6. Also sieht weniger schlimm aus, als ich es erwartet hätte, aber. Ja, das ist jetzt auch nichts Besonderes, würde ich schätzen.
So vom drüber scrollen. Xiaomi ist das chinesische Samsung oder Apple? Ja. Edimax hat, glaube ich, selber nichts an Geräten. Die kaufen, glaube ich, einfach nur ein und machen ihren Stempel drauf. Goldpartner durchaus denkbar, ja, aber ich glaube auch der Goldpartner hat ein bisschen was abzudrücken für so einen Windows-Server. Vor allen Dingen, es steht nicht die Lizenz dabei. Das heißt, ich hätte dann gerne mal einen Standard, ne? Nicht Webserver Edition. Wenn schon, denn schon. Mit einem Handy mit mehr als einem WLAN gleichzeitig verbinden? Wahrscheinlich nein, die meisten können das nicht. Dann bräuchtest du im Prinzip zwei WLAN-Transceiver im Handy und das ist doch etwas, was man eher nicht findet. Die meisten Handys, die Dualband haben, die können auch nicht wirklich Dualband, sondern entweder oder. Also entweder 2,4 oder 5 GHz, aber nicht beides gleichzeitig, weil einfach die, ja, dieses WLAN-Management ist halt nicht drin. Gut. Man könnte ja noch was Sinnvolles machen, ne? Ja. Chat ebbt eh ab, von daher. Ihr seid selber schuld, ihr habt zu wenig geschrieben. Also, gehen wir mal den Zwiebelkuchen aus dem Backofen holen, oder wie war das? Kleiner Tipp, wenn du ihn immer noch drin hast, jetzt ist er wahrscheinlich schwarz. Wo zum Geier ist mein Management schon wieder hin? Da. So. Denn wie gesagt, eventuell kommt. Eventuell kommt noch ein Video. Da ist, glaube ich, noch was YouTube-bearbeitetes noch, je nachdem. TP-Link 841v13 ist meines Wissens definitiv drin. Es kommt natürlich darauf an, ob eure Community das gebaut hat. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es was gibt. Könnt ihr mal gerade rüber gucken. Targets. Jetzt müsst man nur wissen, was das für ein Prozessor war. V13 dürfte es nicht allzu viele geben. Da ist der TP-Link 841 NV13. Der hat einen RAMIPS-Chip. MT76X8 und der ist, wenn ich das richtig sehe, noch nicht mal mehr als broken markiert. Müsste also stabil sein. Und das nächste Video ist eine BitNotice, von daher. Die BitNotice wird einfach nur ein Bausatz sein. Da habe ich noch hier von, als ich den diesen TS100, den Lötkolben bekommen habe, da hatte ich auch einen Bausatz gemacht. Zum Gucken, wie gut er ist, und dieses Videomaterial ist von der kaputten SD-Karte wieder auferstanden. Das habe ich dann einfach mal zusammengeschnitten. So viel zwischendrin. Und ansonsten Wochenende wahrscheinlich wieder was mit Server, wenn ich die Videofetzen zusammenbekomme. So, diesmal die Storage-Ecke statt der Grafikkarte. Macht Freifunk eigentlich IPv6? Also kommt auf die lokale Community an, aber generell würde ich schätzen, ja. Also die meisten Communities unterstützen V6 besser als V4. Also bei uns zum Beispiel bekommt jeder Client auch eine öffentliche IPv6-Adresse oder zwei sogar, je nachdem wie sie verbunden sind, und die sind voll einsetzbar. Man hat üblicherweise weniger Probleme, dass irgendwie dann mal Recaptcha meint oder Cloudflare. Hi, du bist ein Roboter, weil halt die IPs nicht so doppelt und dreifach vergeben sind. Und ja, sollte funktionieren. Also wie gesagt, 841 V13 gucken, technisch kann man das bauen. Wenn es die Community selber nicht hat, die aber Gluon nutzt, Sidefile runterladen, selber kompilieren, gab es glaube ich hier auch mal ein Video zu. Es ist überschaubarer Aufwand, wenn du schon mal was selber kompiliert hast, irgendwie unter Linux. Macht auch mehr Spaß, hast eine eigene Firmware.
WLAN schneller machen, ein Kabel einstecken. Hey, da gibt es so viele Tipps zu und so viele Möglichkeiten, die WLAN langsamer machen können. Das kann man nicht viel zu sagen. Du kannst halt versuchen, mit den Antennen rumzuspielen, die anders auszurichten. Kannst versuchen, Störquellen wegzukriegen. Kannst versuchen, intelligente Kanäle zu benutzen. Was immer ein Problem ist, wenn es in der Nachbarschaft Leute gibt, die nicht verstehen, dass das mit den Kanälen nicht so funktioniert. Beispielsweise, wenn du Kanal 1 benutzt, ist auch Kanal 2 und 3 gestört. Und dann ist es besser, einen zweiten Router auch auf Kanal 1 zu setzen, als den zweiten Router auf Kanal 3 zu setzen. Weil dann können sich die Router untereinander absprechen. Da gibt es jede Menge Sachen, die man probieren kann, aber Kabel ist immer die beste Idee. Freifunk anfangen, am besten lokale Community fragen. Die wissen am besten, was am meisten Sinn macht mit dem lokalen Aufbau bei euch. Blub. Dann machen wir so. Ich sag tschö. Und wie gesagt, ich guck mal, ob ich das Video irgendwie noch dazu bekomme. Ah, jetzt geht alles kaputt. Na toll.